sperren muss. An harten Worten aus der Politik hat es nicht gefehlt nach den schweren Ausschreitungen vor der Flüchtlingsunterkunft in Heidenau. Rechte Gewalttäter in Deutschland scheint das bisher wenig zu beeindrucken. Sie setzen fast täglich Häuser in Brand, attackieren Flüchtlinge und übrigens alle, die ihnen helfen. Die haben Angst, nicht die Kriminellen. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit düngen offenbar den Boden, auf dem Gewalt wächst. Nicht wenige Menschen machen sich aber auch einfach nur Sorgen, wie lange unser Land so viele Flüchtlinge aufnehmen kann wie in diesem Jahr. Wer hat Antworten auf ihre Fragen? Was tun, damit Angst nicht umschlägt in Ablehnung? Was tun, damit Anteilnahme und Hilfsbereitschaft nicht versiegen? Darüber wollen wir heute reden, müssen wir heute reden, mit diesen Gästen. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, sagt, die Ausschreitungen in Heidenau sind unerträglich. Aber wenn tausende Menschen unkontrolliert zu uns strömen, funktioniert das System nicht. Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Fraktionsvorsitzende, hält dagegen. Wir erleben keine Völkerwanderung, sondern ein Scheitern der deutschen Asylpolitik. André Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter stellt klar, rechte Brandstifter sind Terroristen. Ines Kummer aus Freital in Sachsen sagt, in meiner Gegend gibt es mehr NPD-Leute als Grüne. Es müssen viel mehr Leute den Hintern hochkriegen. Sascha Lobo, der Blogger und Journalist, stellt fest, wir erleben in Deutschland gerade die Geburt eines neuen völkischen Terrorismus. Und Martin Patzelt, der CDU-Bundestagsabgeordnete, hat zwei Flüchtlinge bei sich aufgenommen und kämpft gegen die Angst. Denn wo Angst ist, herrscht auch Hass. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ich sage nochmal herzlich willkommen in der Runde. Tja, liebe Zuschauer, danke an alle, die vor Ort den Hass ertragen, sagte die Bundeskanzlerin in Heidenau. Wohl an. Seit Anfang des Jahres häufen sich fremdenfeindliche Übergriffe. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht Meldungen über Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland gibt. Und nun Heidenau. Bei uns ist heute Abend Ines Kummer. Frau Kummer, Sie kommen aus Freital, das liegt 20 Kilometer entfernt von Heidenau. Sie kümmern sich seit 5 Jahren um Flüchtlinge. Ja. Sie haben zu Hause einen Flüchtling aufgenommen bei sich zu Hause. Sagen Sie, erzählen Sie gerne, dass Sie aus dieser Region kommen? Es kommt auf die Situation drauf an, mit wem ich mich unterhalte. Also manchmal versucht man das dann schon auch zu sagen, nein, ich bin nicht aus Freital, das ist auch schon passiert. Und ich habe mich auch schon mit dem Gedanken getragen, zwischenzeitlich auch die Stadt zu verlassen. Aber das geht nicht. Ich habe einfach Verantwortung vor Ort und da kann man nicht einfach so die Zelte abbrechen. Sie haben einen Flüchtlingsjungen aus Ghana bei sich zu Hause aufgenommen. Haben Sie Sorgen um den? Machen Sie sich manchmal Sorgen um den? Jeden Tag. Ich muss dazu sagen, das ist so eine geteilte Pflegschaft. Er ist die Wochenenden bis zu seinem 18. Lebensjahr die Wochenenden oft bei uns gewesen und die Woche über in einer Kinder- und Jugendeinrichtung, weil das auch für die Integration eine ganz tolle Lösung ist, weil er auch professionelle Hilfe, gerade auch junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen professionelle Hilfe. Und die kann man trotz, dass man Mutti ist und selber Kinder großgezogen, kann man das nie alles leisten. Aber die Wochenenden bei uns und jetzt machen wir uns täglich Sorgen. Wir versuchen auch jeden Tag jetzt miteinander zu telefonieren. Also jetzt momentan ist er nicht bei uns, lebt also im Heim. Wir suchen jetzt gerade eine Wohnung, auch weil er volljährig geworden ist, möchte auf eigenen Füßen stehen. Und also auch gegenüber ihm und gegenüber auch anderen, seinen Freunden, die erzählen mir es ja, hat die Verbalangriffe haben zugenommen und wir versuchen dann auch uns auch gar nicht mehr so in unserer vertrauten Gegend zu treffen, weil mich kennen alle und dann werden immer ganz schnell auch dann Rückschlüsse gezogen, aha, er gehört zu ihr und ich möchte nicht, dass er dann noch zusätzlich da in den Fokus gerät. Mhm. Ja. Eben, weil Sie sich so für Flüchtlinge engagieren. Ja. Hat Sie eigentlich diese Gewalt und die Aggression, die es in Heidenau gibt, die es in Freital gibt, wie gesagt, nicht weit voneinander entfernt, hat Sie die irgendwie überrascht? Ja, überrascht und die hat auch sprachlos gemacht zu Anfang, sprachlos gemacht, dass das in dieser aggressiven Form so passiert. Ich meine, mit Hassmails umgehen und solche Sachen, das lernt man dann auch mit der Zeit. Aber wissen Sie, Sie müssen sich das vorstellen, Sie kommen aus dem, Sie sind Flüchtling, sitzen im Bus, kommen aus dem Kriegsgebiet, kommen in Freital an, immer die Hoffnung, jetzt kommen wir in Ruhe und jetzt kommen wir zur Ruhe, jetzt haben wir Frieden und jetzt wird uns geholfen. Und steigen aus dem Bus aus und werden da von so einem Mob empfangen, die gebrüllt haben, kriminelle Ausländer raus, alle Asylanten raus, wir wollen euch hier nicht haben. Aus dem Bus sind Frauen, Männer, Kinder ausgestiegen. Da ist man für einen Moment erstmal so sprachlos, wie Menschen so empathielos sein können. Also das nimmt mich auch jetzt immer noch sehr mit, weil das Bilder sind, die vergisst man einfach nicht. Ne? Die rechtsextremistischen Heidenauer sind unterstützt worden aus Freital, und zwar ordentlich unterstützt worden aus Freital. Was sind das für Leute? Soweit wie
ich davon Kenntnis habe, sind das, könnte man meinen, dass der Nachbar, ne, und Kneipenbesitzer, Leute, die einer normalen Arbeit nachgehen, Busfahrer und das hat man vorher gar nicht so bemerkt, in welchen rechten Milieu sich da Leute auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft befinden, welche fremdenfeindliche Meinungen sie in sich tragen. Also ich habe mir auch manche Videos dann nochmal angeguckt, um Gottes Willen, das ist dein Nachbar, das geht gar nicht. Wie kann das sein? Viele Jahre haben wir uns getroffen, haben miteinander gesprochen und dann sowas. Und jetzt am Wochenende sind natürlich von dieser sogenannten Bürgerwehr 360 Freital, die ist massiv, also sie haben unterstützt diese schlimme Geschichte in Heidenau. Mhm. Ja. So dass es da auch eine Zusammenarbeit gibt. Ja. Joachim Herrmann ist bei uns Innenminister, Zusammenarbeit in Anführungsstrichen, Innenminister in Bayern. Herr Herrmann, Sigmar Gabriel war in Heidenau, anschließend die Kanzlerin. Der Vizekanzler sprach von Pack. War das das richtige Wort? Fühlen sich die Richtigen angesprochen? Nun, jedenfalls sind diese Ausschreitungen unerträglich. Die Ausländerfeindlichkeit als solche schon. Und erst recht, wenn dann Gewalt gegen andere Menschen, einerseits gegen die Asylbewerber, aber auch dann, zumindest in der zweiten Nacht, glaube ich, auch brutale Gewalt gegen Polizeibeamte, wo es auch Verletzte gegeben hat. Und so etwas ist natürlich völlig indiskutabel. Welche Begriffe man da verwendet, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es ist ganz offensichtlich, dass da ja auch rechtsextremistische Gruppierungen, NPD ist vorhin angesprochen worden, ganz wesentlich auch zu den Rädelsführern gehören. Das beobachten wir ja bundesweit, dass schon seit mindestens einigen Monaten bekannte rechtsextremistische Gruppierungen jetzt voll auf dieses Thema Asylbewerber, Flüchtlinge und so weiter gehen und Ausländerfeindlichkeit versuchen zu schüren, um da ihr Süppchen zu kochen. Und da muss sich dieser Rechtsstaat eben auch konsequent aufstellen. Da muss man vielleicht den einen oder anderen rechtzeitig aufklären und vielleicht ein bisschen davor bewahren, da einfach mitzumarschieren. Aber wie auch immer, so etwas ist einfach unerträglich. Und da müssen die Demokraten zusammenstehen und sagen, egal ob jetzt, und das ist nämlich ganz wichtig, egal ob der Asylbewerber zu Recht da ist oder nicht, egal ob der eine Bleibeperspektive hat, ob der in Deutschland bleiben darf oder ob er zu denen gehört, die wir in die Heimat zurückschicken. Jeder, solange er da ist, hat einen Anspruch auf Schutz seiner Menschenwürde, auf seine persönliche Unantastbarkeit. Und dafür muss dieser Rechtsstaat in jedem Fall stehen. André Schulz ist bei uns, der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundes der Kriminalbeamten. Herr Schulz, jetzt war das mit dem Rechtsstaat genauso eine Sache. Von Ausnahmezustand war die Rede, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und am Vorgehen der Polizei hat es eine Menge Kritik gegeben. Warum glauben Sie, dass es Ihren Kollegen in Sachsen nicht gelungen, in diesen zwei Nächten erfolgreich gegen diesen Mob vorzugehen? Das hat mehrere Gründe und das ist etwas, was dann auch ein Polizisten wirklich sauer und wütend macht langsam, weil wir seit Jahren darauf hinweisen, auf Missstände, die sich entwickelt haben, die aber in der Politik keinen Widerhall finden. Das heißt zum Beispiel, dass im gesamten der neuen Bundesländer die Polizei massiv abgebaut wird. Sachsen denkt heute immer noch darüber nach, gewisse in hunderten Bereichen Stellen abzubauen. Und das geht in allen Ländern so in diesen Bereichen. Das heißt natürlich, Ländern, ja? Außer Bayern ist natürlich ein Vorzeigeland. Wir haben 2.500 Polizeibeamte mehr geschaffen in den letzten 5 Jahren. Da habe ich auch relativ wenig Kritik an Bayern. Das ist ein Vorzeigeland, das einzige Land, was massiv eingestellt hat. Kleiderseiten gibt dann doch, so ganz zu Ende gedenkt, oder denkt man ja dann doch immer nicht. Ich finde das gut, Schleierfahndung haben sie aufgestockt. Nur leider haben sie keine Gedanken gemacht, wer soll das alles abarbeiten. Die Kriminalpolizei hat keine einzige Stelle dazu bekommen. Die hängen natürlich jetzt im luftleeren Raum, dürfen das versuchen. Und das sind genau diese Probleme, die die Kollegen dann auch vor Ort hatten. Sicherlich werden die eingesetzten Kräfte, und die leiden in Sachsen ja nun wirklich seit Jahren. Sie haben Pegida, sie haben jede Woche Demonstrationen. Da gehen die Kollegen auch der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei wirklich auf den Zahnfleisch. Das klingt für einen Gewerkschafter ja immer so typisch, nach dem Motto, ja, jetzt will er wieder mehr Personal haben. Das ist die erste Forderung. In diesem Feld ist aber wirklich so, wenn da auch gerade die Kräfte ausgeblutet sind und dann eventuell, und das wird wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, dass auch dann am ersten Tag die Lage etwas zu vorsichtig oder zu gering eingeschätzt worden ist, weil einfach auch zu wenig Kräfte vor Ort waren. Das ist ja die dann Aufgabenkritik, die wir die Polizei selber stellen muss und sagt, ja, wir haben es wahrscheinlich. Es ist die Frage, konnte man das besser bewirten? Hätte man es besser bewirten können, diese Gewaltbereitschaft? Es waren zu wenig Kräfte da, das hat man im zweiten, dritten Nacht besser gemacht. Dann war es auch, die Situation konnte man besser im Griff haben und die Ausschreitungen waren zu beherrschen. Aber das sind Situationen, die wir jetzt mehrfach erleben, weil wir die Grundfrage müssen stellen, wo kommen eigentlich die Ursachen her? Und das ist, muss man leider sagen, auch wenn das eigentlich zu einfach ist, jetzt zu sagen, wer hat eigentlich die Schuld, aber es ist ein mehrfaches Versagen in Bundesregierung und auch auf EU-Ebene. Auch auf der Ebene der EU. Wir reden heute über Deutschland und wollen vom Kriminalpolizisten wissen, eine Festnahme, 65 Platzverweise und 23 Mal Feststellen der Identität. Wie liest sich so eine Bilanz für einen Polizisten?
Ich versetze mich dann eher an die Kollegen, die da stehen in so einem Steinehagel, mit Flaschen beworfen werden, die andere Sorgen haben. Natürlich müsste man in dem Bereich wirklich, und das macht es aber schwerer, es macht auch die Rechtslage schwerer zum Beispiel, einzuschätzen, wie kann man vorgehen in diesem Bereich, geht die Gewalt von einer Menschengruppe aus, in diesem Bereich Beweisbarkeit, Landfriedensbruch zum Beispiel, da gibt es einiges zu optimieren in diesem Bereich, weil die Tatbestandsmerkmale eigentlich nicht mehr so sind, wie sie eigentlich praktikabel wären in diesem Bereich. Von daher liest sich das hinterher, dann ist man schlauer und wenn man das in so eine Liste hat, dann sieht man natürlich, sieht nicht gut aus in der Außenwirkung, aber die Kollegen hatten wirklich andere Sorgen, uns in diesem Bereich die Lage einigermaßen zu beherrschen. Und dann ist es eine Entscheidung des Polizeiführers auch zu sagen, auch zum Schutz der eigenen Kräfte, wir gehen jetzt zum Beispiel nicht rein, wir nehmen nicht mehr fest, einfach nur, weil wir es nicht gewährleisten können. Auch darüber müssen wir reden, nämlich über die Reaktion der Staatsgewalt. Wann muss ein Staatsanwalt reagieren und wann kann man reden, ist die zentrale Frage. Wann lohnt sich noch reden? Katrin Göring-Eckardt ist bei uns. Die Politik hat sich auf den Weg gemacht. Die Bundeskanzlerin war da, der Vizekanzler waren da, andere Kollegen des Kabinettes. Kam dieser Besuch der Kanzlerin zu spät? Ja, man muss sich ja vorstellen, dass Angela Merkel in ihrer kompletten Kanzlerschaft kein einziges Mal in einer Flüchtlingsunterkunft gewesen ist und keine Flüchtlinge besucht hat. Und ehrlich gesagt, das entsetzt mich bis heute. Und man muss sich vorstellen, dass man nicht den Eindruck haben kann, sie hat sich im Sommerinterview, glaube ich, mit diesem Sender hingesetzt und gesagt, das ist eine unserer größten Fragen, vielleicht die größte überhaupt. Und dann passiert nichts. Wir reden seit Monaten darüber, dass die Kommunen Unterstützung brauchen. Wir sehen seit Monaten, dass es einen Anschlag nach dem anderen gibt, einen Brandschlag nach dem anderen. Wir hören ausländerfeindliche Parolen, wir hören ausländerfeindliche Hetze an ganz vielen Orten. Wir erleben auf der anderen Seite von der Mehrheit der Menschen in diesem Land ganz, ganz viel Unterstützung und Hilfe. Und wir haben eine Bundeskanzlerin, die das aussetzt. Das kann man nicht wegmerkeln. Da muss man klar Haltung beziehen. Und ich finde, das haben die Flüchtlinge verdient und die Leute, die ihnen helfen. Sascha Lobo ist bei uns, Journalist, Blogger. Herr Lobo, Sie beobachten die rechte Szene dieses Landes seit langem. Hat Sie diese Gewalt, also das Umschlagen von Aggressionen in Gewalt, überrascht, so überrascht wie die sächsische Polizei offenbar? Ja, mich hat das auch überrascht, aber eher deswegen, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das, was man im Netz tatsächlich schon länger beobachten konnte, so schnell in die Kohlenstoffwelt hinein diffundiert. Was man beobachten kann seit 2-3 Jahren ist, dass eine Form von rechter Hetze im Internet stattfindet, die sich zunehmend organisiert und die vor allem ganz offen unter Klarnamen stattfindet. Und ich glaube, das ist eines der Schlüsselerkenntnisse, die man da berücksichtigen muss. Die Menschen trauen sich inzwischen, Dinge zu sagen unter vollem Namen, die sie sich früher nicht getraut haben, weil sie glauben, jetzt ist eine Aufbruchsstimmung, eine rassistische Aufbruchsstimmung. Und in dem Kontext muss man einfach sagen, wir haben in Deutschland ein massives Rassismusproblem. Und das reicht sehr tief bis in die Mitte der Gesellschaft. Und es wird überall dort kritisch, wo es zum einen in Gewalt umschlägt und wo es zum anderen in Teilen der Politik auch die Befürchtung gibt, bestimmte Wähler nicht mehr ansprechen zu können. Und wo man dann sehr unschön auf diese rassistischen Ausschreitungen reagiert, nämlich nicht durch die Stärkung des Rechtsstaates, sondern eher, dass man auf die Leute und ihre Forderungen zumindest zum Teil eingeht. Oder dass man sogar ihre Sprachregelungen übernimmt. Und das ist eine Katastrophe. Wir fragen uns, um es ein bisschen zu ordnen, wie und an welchen Stellen der Staat jetzt eigentlich reagieren kann. Wir erinnern uns, Frau Göring-Eckardt, an 1991, Hoyerswerda, an Rostock-Lichtenhagen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Nichts gelernt? Ich finde, dass die Bevölkerung ganz schön viel gelernt hat. Wir haben eine ganz andere Stimmung. Wir haben eine Stimmung, wo viele Leute sagen, wir helfen. Also nicht nur Frau Kummer, sondern es gibt ja überall Menschen in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften, die sagen, was können wir tun? Können wir Deutschunterricht geben? Wird irgendwas benötigt? Das ist ganz anders als in den 90er Jahren. Politisch muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir angucke, die Vorschläge, die Herr de Maizière heute gemacht hat, die gehen nicht nach dem Motto, wie können wir helfen, dass die Leute gut untergebracht sind. Wie können wir für die Finanzierung sorgen? Der Bund bezahlt im Moment zwischen 5 und 10%, je nachdem, wie man rechnet. Das finde ich eine richtige Katastrophe und Verantwortungsverweigerung im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird darüber geredet, ob man hier das Taschengeld kürzt, da Sachleistungen bezahlt und alle solche Dinge, die wirklich aus der Mottenkiste der 90er Jahre kommen und die keinem Flüchtling weiterhelfen werden, die auch keiner Kommune weiterhelfen werden, sondern die anschließen an solche Diffamierungskampagnen nach dem Motto, die kriegen doch ganz viel. Nee, die kriegen nicht ganz viel, die kriegen ein Dach über dem Kopf, was zu essen, die Kinder gehen hoffentlich in die Schule und vielleicht kriegen sie irgendwann Arbeit, weil die Unternehmer das wollen, weil die darauf warten, aber nicht nach dem Motto, die leben hier ein Luxusleben, das schließt daran an und deswegen finde ich solche Vorschläge nicht nur überhaupt nicht hilfreich, sondern sie
tragen auch dazu bei, dass diese Stimmung weiter angeheizt wird. Wir reden über die Frage, wie wir die Flüchtlinge in diesem Land schützen können und ob wir sie schützen und wie wir sie schützen. Frau Kummer, an Sie die Frage. Hoyerswerda damals wurde von Flüchtlingen befreit. Die Menschen wurden aus der Stadt gebracht. Kann man Flüchtlinge heute guten Gewissens in Heidenau und in Freital lassen? Oder sollten sie auch besser woanders hinkommen? Freital und auch Heidenau als Kommune... Als Kommune haben wir natürlich die Flüchtlinge auch menschenwürdig unterzubringen. Und da spielt es erstmal keine Rolle, ob das Heidenau ist, ob das Freital ist, ob das Pirna ist, ob das eine andere Stadt ist. Und in Freital, denke ich mal, also nicht denke ich mal, weiß ich, dass dort die Flüchtlinge, die sind dort gut untergebracht in dem Hotel. Die sind dort besser untergebracht als zum Beispiel in Dresden. Und es hat sich ein ganz großes Netzwerk gebildet in Freital und in Dresden, die den Flüchtlingen Unterstützung und Hilfe geben in den ganz verschiedenen Formen. Und das ist ja eine Minderheit in Freital, genau wie in Heidenau, eine Minderheit, die jetzt die unsere Stadt so in Verruf gebracht hat. Und aber was mich da so umtreibt, wir sind 40.000 Einwohner in Freital und man konzentriert sich auf diese Minderheit, auf diese Rassisten, auf diese Fremdenfeinde, auf diese Menschenfeinde. Und ein Großteil unserer Zivilgesellschaft kriegt wirklich den Hintern nicht hoch. Also das ist das, was ich immer wieder anrege, sage, Leute, kommt doch ans Heim, redet mit den Menschen. Da erfahrt ihr was über die Menschen. Dann auf das, die bringen alle Geschichten mit, die bringen Leben mit. Das öffnet Herzen an der Stelle. Ne? Und das fehlt mir in Freital noch. Wie schützen wir die Flüchtlinge? Und wie reagiert die Staatsgewalt? Bannmeile, Herr Schulz. Es gibt nicht wenige Ihrer Kollegen, die fordern eine Bannmeile. Es gibt Flüchtlingshelfer, die sagen, wir brauchen eine Schutzzone um jedes Flüchtlingsheim. Die Politik sagt nein. Was sagen Sie? Das klingt auf dem ersten... Also wenn man es hört, das erste Mal, sagt man, genau, das klingt ganz gut. Muss dann aber leider relativ schnell feststellen, dass es A, verfassungswidrig wäre, höchstwahrscheinlich in diesem Bereich. Das ist ganz klar in Deutschland geregelt, Bannmeilengesetze der Länder und Bund. In dem Bereich der Verfassungsorgane zum Beispiel und der Landesparlamente in diesem Bereich, wobei einige Regierungen schon darauf verzichtet haben in diesem Bereich. Gesetze kann man natürlich ändern in diesem Bereich, hat aber natürlich schon durchaus einen Grund, wenn ich jetzt an Stadtstaaten denke, nehmen wir mal Hamburg, die haben rund 80, 85 Flüchtlingsheime zurzeit. Wenn ich da jedes Mal eine Bannmeile rumziehe, dann ist die gesamte Stadt betroffen. Das heißt, über dem gesamten Stadtgebiet könnte ich nicht mehr kann ich demonstrieren in diesem Bereich. Es ist schwer und auch schwer zu ertragen in diesem Bereich, aber es muss, und das ist ja wieder der Umkehrschluss, in Deutschland möglich sein. Wenn ich meine zum Beispiel gegen eine Ausländerpolitik, die mir nicht gefällt, demonstrieren zu müssen, muss ich das können in Deutschland, gewaltfrei in diesem Bereich. Da bin ich auch nicht ganz bei Herrn Lobo, ich weiß, was er meint. Ich glaube nicht, wenn ich Deutschland so betrachte, auch vergleiche mit dem Balkankrieg, dann mit der Wiedervereinigung. Ich glaube, dass wir jetzt soweit sind, dass die Bürger, die Zivilcourage schon da ist in diesem Bereich, die Hilfsbereitschaft auch da ist, im Großteil der Bevölkerung. Deswegen haben wir nicht auch im Gesamtvergleich ein Rassismusproblem. Wir haben ein Problem, ein extremes Problem mit Rechtsextremisten. Und das sind ungefähr seit Jahren fallend, aber so im Bereich 20.000, sagt man in Deutschland, Verfassungsschutz sagt das auch, 20.000. Davon sind aber ungefähr 10.000 auch gewaltbereit in diesem Bereich. Und das ist eine Kombination mit den Bürgern, die wir erleben. Und was ich heute gesehen habe, auch bei Ihrem Einstieg hier, ich sehe da viele Ängste. Und das ist wiederum ein Versagen, weil man sagen müsste, hier hätte man aufklären müssen. Man muss diese Ängste nehmen, diesen Bürger. Das sind keine Rassisten, aber ich erkenne da teilweise auch Angst. Wir sind noch bei der Frage, wie schützen wir die Flüchtlinge, um dann genau an diesen Punkt zu kommen. Herr Herrmann, der Befund ist, mit Brandanschlagen auf frisch umgebaute Asylbewerberheime haben Rechtsradikale offensichtlich Erfolg. Sie werfen Brandsätze und werden in der Regel hinterher nicht belangt. Warum ist das möglich? Warum ist die Staatsmacht so erfolglos im Feststellen dieser Täter? Und was passiert dann eigentlich mit ihnen? Das klingt alles sehr wortgewaltig. Die ganze Macht des Staates muss, das Gewaltmonopol muss jetzt zu spüren bekommen sein. Was tut der Staat eigentlich wirklich? Ich glaube, die Polizei arbeitet da wirklich hier mit Hochdruck dran. Es ist aber natürlich so, wenn Sie ein vielleicht einzelstehendes Anwesen nachts, das menschenleer steht, irgendwo anzünden und es ist kein Zeuge da, es hat keiner beobachtet, dann ist es natürlich extrem schwierig, nur aufgrund vielleicht irgendwelcher Spuren, die da hinterlassen wurden, dann, das wissen die Kollegen von der Kriminalpolizei besser, daraus dann ganz konkret einen Täter zu ermitteln. Da gibt es manchmal dann Bekennerschreiben. Wir haben einzelne Fälle, wo jedenfalls sehr klar ist, dass das aus rechtsextremistischen Gruppierungen kommt. Es gibt Situationen, wo das ziemlich unklar ist, wo man es vermuten muss, aber es eben überhaupt keinen Indiz gibt. Aber wir dürfen uns davon jedenfalls nicht ermutigen lassen, sondern ganz klar ist, das sind schwere Verbrechen, Brandstiftung als solche schon. Noch viel schlimmer, wenn sie, was ja auch schon vorgekommen ist, in Häusern geschieht, wo Menschen sich aufhalten mit entsprechender Lebensgefahr. Und wir müssen da entsprechend konsequent vorgehen. Und klar ist auf jeden Fall, dieser Staat hat auch eine Schutzpflicht natürlich gegenüber jedem Menschenleben. Und deshalb wird die Polizei auch weiterhin, dort wo es erst Aufnahme
Aufnahmeeinrichtungen und ähnliches sind. Es sind ohnehin extra Sicherheitsdienste in der Regel hier vor Ort. Aber auch die anderen Bereiche, die werden regelmäßig von der Polizei bestreift. Und wir müssen natürlich dafür bestmögliche Sicherheit sorgen. Großer Schaden, heimlicher Beifall und die Täter kommen meist davon. Frau Kummer, haben Sie das Gefühl, dass dieses Konzept heimliche Brandanschläge, Beifall von den Umstehenden und den Sympathisanten, dass das aufgeht? Oder haben diese Leute tatsächlich Angst davor? Die spüren die einen Verfolgungsdruck? Was ist Ihre Erfahrung? Also bisher habe ich das nicht gemerkt, dass da ein Verfolgungsdruck da ist. Das muss ich so sagen. Denn bevor ich auch jetzt hierher gefahren bin zur Sendung, wir haben ja selber auch heute wieder da Mails bekommen. Also könnte ich ja auch gar nicht vorlesen. Das verkraftet man noch nicht. Also hallo, wir sind das Pack und dann kommt dann noch eine ganze Menge dazu. Also die fühlen sich dann noch bestärkt darin. Und das geht nicht, das ist unerträglich. Und deshalb, aber auf der anderen Seite, der Bürgermeister von Heidenau, der Herr Obitz, der hat klare Kante gezeigt, trotz allem. Er hat gesagt, seine Stadt wird Flüchtlinge aufnehmen, wird Flüchtlinge willkommen heißen, so, weil das einfach staatsbürgerliche Pflicht für ihn noch ist. So. In Freital, der Bürgermeister in Freital, der ist abgetaucht, der war weg. Der hat uns im Regen stehen lassen. Ne? Und es war Wahlkampf und er war verschwunden. Er hat das praktisch den Menschen, die vor Ort sich eh schon engagieren, den hat er dann das überlassen und die haben dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben aber wenig politische Unterstützung gehabt. Und das ist für mich auch nochmal eine Forderung. Wir brauchen von den politischen Verantwortungsträgern mehr. Die müssen mehr Verantwortung zeigen, dass sie jetzt klare Kante zeigen. Von Bürgermeistern. War die Politik natürlich jetzt in Heidenau? Nochmal, Frau Merkel, Herr Gabriel, der tapfere Herr Opitz, Herr Tillich hat gesagt, das ist nicht mein Sachsen. Nutzt das etwas in dem, was Sie tun, oder ist es Symbolpolitik? Zum großen Teil ist es Symbolpolitik. Wenn es je höher die Ebene ist, umso mehr wird es dann doch zur Symbolpolitik. Ne? Wir vor Ort, wir sind dann schon, das ist nun mal in Sachsen besonders, dass Bürgermeister immer noch, also sind moralische Instanzen ja auch, die auch so, denen wird auch eine gewisse Vorbildfunktion zugeschrieben, die sie auch ausfüllen sollten. Und dazu gehört auch, wenn ein Bürgermeister sagt, wir haben als Kommune auch die Pflicht, den Menschen, die hier ankommen, die Menschen hier menschenwürdig unterzubringen, sie willkommen zu heißen und keinen Rassismus zu dulden, dass sie hier zur Ruhe kommen, in Frieden leben können und dass also das Recht auf Asyl ein Menschenrecht ist. So eine klare Ansage hat gefehlt. Und das fordere ich auch immer wieder ein. Das hätte früher kommen müssen. Jetzt meldet sich der tapfere Bürgermeister von Heidenau und sagt, es hat eine unheilige Allianz gegeben, Zitat von Nazis vor Ort, rechten Krawalltouristen und vermeintlichen Normalbürgern. Sascha Lobo, kann man einen solchen Mob in jeder deutschen Stadt entfesseln, wenn man es so anstellt? Oder ist das eine sächsische Spezialität? Ich kann schwer einschätzen, ob man das überall entfesseln kann. Und ich würde auch anhand der schieren Zahlen von Anschlägen auf Flüchtlingsheime nicht sagen, dass das ausschließlich in Sachsen passiert. Das passiert auch in Bayern, in Hessen. Heute früh war das in Berlin, im Berliner Westen sogar, wo das passiert ist. Das ist einer der Gründe, warum ich da ein Rassismusproblem ausmache, weil der zentrale Punkt, der auch eine Anknüpfung an die Politik hat, ist, dass eine Stimmung entsteht. Die lässt sich im Netz beobachten, die lässt sich auf der Straße beobachten, die lässt sich sogar im Fernsehen beobachten, wenn die Leute interviewt werden. Diese Stimmung ist eine rechtsradikale Aufbruchstimmung und die trägt sehr eindeutig dazu bei, dass solche Anschläge als eine perfide und perverse Form von Notwehr begriffen werden. Und das ist auch das Problem und das wäre auch mein Vorwurf an Sie. Diese Stimmung wird durchaus von der Politik mit befeuert. Wenn Ihr Chef, Herr Seehofer, Ihr Vorgesetzter, Herr Seehofer, wenn der im Februar diesen Jahres sowas sagt, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, das ist ein 1A-NPD-Spruch. Und die Leute merken das. Das stand auf Wahlplakaten der NPD und er sagt das beim politischen Aschermittwoch. Das stärkt diese Stimmung. Und aus der Stimmung entsteht etwas sehr, sehr Katastrophales für dieses Land. Das ist nun wirklich ein grober Unfug. Ist in Ihren Augen diese rechte Gefahr gewachsen oder gibt es nachweisbar gewachsen? Hat sie eine neue Qualität? Der Extremismusforscher Andreas Zick hat im Deutschlandradio das vor kurzem genau so gesagt. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit. Er hat gesagt, es entsteht eine neue Form von Terrorismus. Ich würde ihm da zustimmen. Ein völkischer Terrorismus. Und wenn man sich im Netz anschaut, wie die Organisationsstrukturen, gerade auch von vielen von diesen rechtsradikalen Bürgerwehren, wie die anfangen, um sich zu greifen, wie Anleitungen formuliert werden, wie genau das passiert, wie man das organisieren kann, dann muss man feststellen, das sind nicht mehr nur irgendwelche zufälligen Mobs, die sich betrinken und dann irgendwie Steine schmeißen. Das ist eine Vorfrage.
Form von Terrorismus. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt genau in diesem Augenblick dabei, dass sich eine ganz merkwürdige Form von NSU 2.0 entwickelt. Das sind Leute, die terroristisch handeln, um die Politik zu beeinflussen und nicht vor Gewalt gegen Menschen und Sachen zurückschrecken. Jetzt ist Herr Herrmann dran und dann Frau Göring-Eckardt. Herr Herrmann, hat die Politik, hat die CSU im Besonderen tatsächlich auch angeheizt, welche Situation in Deutschland entstanden ist? Haben Politiker der CSU mit den Worten vom Weltsozialamt dazu beigetragen, dass diese Stimmung kocht in Deutschland? Nein, die Situation, dass Menschen auch kontrovers über die sachlichen Themen diskutieren, die liegt einfach an dieser schon enormen Entwicklung, die wir haben. Wir haben hier insgesamt Flüchtlingsströme, wie es sie noch nie gegeben hat, jedenfalls in den letzten 50 Jahren in unserem Land. Und wir stellen fest, dass es eben auch Missbrauch gibt. Wir müssen uns um die echten Flüchtlinge kümmern. Und da ist eine große Hilfsbereitschaft, zum Beispiel für jemanden, der aus Syrien kommt, mit zum Teil fürchterlichen Schicksalen. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, da kommen eben auch zuhauf Menschen vom Balkan, die ganz offensichtlich kein Asylrecht haben. Es wird ja auch jeder solcher Antrag sorgfältig geprüft und entschieden. Aber 99... Was ist dann Asylmissbrauch genau? Ja, ist das, wenn man widerrechtlichen Antrag stellt? Doch, ganz offensichtlich schon. Sie können, was ja, ist denn Asylmissbrauch? Erklären Sie doch mal nochmal in einfachen Worten, was Asylmissbrauch ist. Wenn von allen Leuten, die aus Albanien kommen, aus dem Kosovo kommen, aus Mazedonien kommen, 99% ja, abgelehnt werden, haben Sie das Recht, einen Antrag zu stellen? Das ist nicht Missbrauch. Genau. Wir haben das Recht, einen Antrag zu stellen. Da kann man nicht sagen, das wäre Missbrauch. Wir haben das Recht, Punkt, natürlich, in einem Rechtsstaat. Ja, genau. Und der Antrag wird abgelehnt. Ja. So, es ist eine der Schwächen letztendlich der Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass das BAMF, das Bundesamt, nicht in der Lage war, schnell genug zu entscheiden. Wir setzen jetzt alles daran, dass in der Tat diejenigen, die in unser Land kommen und eben kein Asylrecht haben, sondern die einen ablehnenden Bescheid bekommen, nicht monatelang hier sind, nicht ein ganzes Jahr hier sind, sondern dass die nach wenigen Wochen wieder in die Heimat zurückgeschickt werden. Und da gibt es zu Recht viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land, die genau dieses auch erwarten. Weil das nämlich auf ihre Steuerzahlerkosten geht, was da im Moment geschieht. Und darüber zu reden, dass wir als CSU sowas auch klar beim Namen nennen, sagen, da ist ein Problem. Sie reden über Völkerwanderung. Herr Scheuer hat über Völkerwanderung geredet. Das sind Menschen, die kommen. Das sind auch keine Ströme. Das sind alles einzelne Menschen, die hierher kommen. Was die ist jetzt an dem Begriff Völkerwanderung so schlimm? An dem Begriff ist schlimm, dass man... Sie Geschichtsunterricht hatten, also wie ich Geschichtsunterricht hatte, war der Begriff Völkerwanderung völlig wertneutral. Sie, das ist doch kein, der ist doch von Herrn Scheuer nicht wertneutral verwendet. Sondern auch Herr Scheuer Ihre Partei stellt fest, dass Millionen Menschen weltweit unterwegs sind. Was Herr Scheuer machen will damit, ist doch Panik zu schüren. Herr Scheuer will es auf den... auf dem Rücken dieser Leute austragen. CSU ist, das jeder kann ich Ihnen versichern, jeder panikfremd. Ja, das, wir, ist, das wir ist vielleicht auch ein Problem. Vermitteln den Menschen, muss, wir finde, vermitteln den Menschen in Bayern ein Bild, dass wir sie vor Panik bestmöglich schützen. Mhm. Da können Sie sich drauf verlassen. Ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, das Herr Herrmann, ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, was Sie tun, ist, anzuknüpfen an diese Stimmung und weitere Stimmungsmache zu betreiben. Was Sie tun, ist, mit solchen Begriffen wie Asylmissbrauch es auf dem Rücken der Leute auszutragen. Gucken Sie sich mal bitte an, wo die Ursachen sind, wenn ich das einmal aussprechen darf. Die Ursache liegt doch darin, der Situation, die wir jetzt haben. Wir wissen eigentlich seit 3 Jahren, seit 4 Jahren, seit 5 Jahren, da werden mehr Menschen kommen. Und wir haben eine Bundesregierung gehabt und ein Bundesamt gehabt, was, wenn es um die Zahlen ging, immer nach unten korrigiert hat. Wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten und gesagt hätten, da werden wahrscheinlich nicht 250.000 kommen, sondern 450, 500 oder 600.000, dann hätten wir jetzt auch Unterkünfte. Dann müssten wir alles das, was jetzt als Chaos wahrgenommen wird, nicht machen. Dann hätten wir die Hilfsbereitschaft und könnten sie anwenden. Und wir hätten nicht Leute, die sich hinstellen können und auf dem Rücken derjenigen, die aus einer Notsituation kommen, aus Syrien oder die aus beschissenen Situationen aus den Balkanstaaten zu uns kommen, die zu bezeichnen als Leute, die Schmarotzer sind oder was auch immer. Das sind Leute mit Kindern, die hierher kommen. Ich habe gestern 100 syrische Männer getroffen. Die haben mir alle Fotos gezeigt von ihren Kindern, die zu Hause sind. Und die, ich will nicht, dass die hierher kommen und wieder Angst haben müssen. Nein, die müssen hier in Sicherheit sein, Herr Herrmann. Und Sie können die Leute nicht aufhetzen gegen diejenigen. Und die Leute, die aus dem Balkan kommen, haben Sie mal gesehen, wie die zum Teil da leben? Die kommen nicht hierher, weil sie sagen, wir wollen mal Urlaub machen. Die kommen hierher, weil sie arbeiten wollen. Dann sorgen Sie dafür, dass sie hier arbeiten können und auf anderen Wegen hierher kommen. Aber machen Sie die Stimmung, indem Sie über Missbrauch reden. Aber es hat keinen Sinn. Es wird immer schlimmer da. Aber das ist genau der Punkt, Entschuldigung, wo wir in der... was Ihre Position anbetrifft, aus meiner Sicht in einer völlig illusionären Welt landen. Wenn Sie den Menschen ernsthaft erzählen, es gibt leider weltweit viele, viele Menschen, die nach Arbeit suchen. Wenn Sie ernsthaft den Leuten in Deutschland erklären wollen, dass wir die Probleme von Völkern weltweit, wo es Arbeitslosigkeit gibt, dadurch lösen, dass wir die alle einladen, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen. Ich rede mit den Unternehmern in Bayern, die sagen, das ist doch nicht funktioniert. Sie blockieren doch, Ihre Partei blockiert doch seit vielen Jahren ein Einwanderungs- und Zuwanderungsgesetz. Und jetzt, große Überraschung, eine bayerische Qualitätsuniversität in Coburg nämlich, die haben im Anfang des Jahres festgestellt, dass wir 533.000 Menschen jedes Jahr brauchen,
hier in Deutschland brauchen, nur damit Deutschland nicht weiter schrumpft und auch vom Sozialstaat her überhaupt überlebensfähig ist. Wir brauchen diese Leute. Und das, was Sie mit Asylmissbrauch völlig falsch bezeichnen, ist das Fehlen eines Einwanderungsgesetzes, was Sie seit Jahren verhindern. Wir versuchen es nochmal zu ordnen. Meine Einstiegsfrage, die habe ich zum Glück nicht vergessen, war, haben Sie bewusst, haben Politiker Ihrer Partei bewusst die Situation angeheizt? Nur Nein, zur Erinnerung. Definitiv nicht. Nochmal eine kleine Sammlung aus den letzten Monaten. Herr Herrmann, jetzt nochmal, das war vor Heidenau wohlgemerkt. Wer solche Sätze sagt, tut er etwas gegen Rechtsradikalismus? Also wenn ich jetzt hier gerade zitiert worden bin mit dem Satz, dass über 50% derjenigen, die hierher kommen, abgelehnt werden. Das ist Fakt, das ist das Ergebnis rechtsstaatlicher Entscheidungen inklusive Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Ich glaube, dass das jedenfalls von den demokratischen Parteien nicht in Frage gestellt wird. Wer von Völkerwanderung und Überforderung spricht, Ergebnis der Entscheidungen, ermöglicht er, dass es Menschen gibt, die sich selbst ernannt zum Retter des Abendlandes erklären, weil dieses Land es zu wenig in ihren Augen tut. Nein, Entschuldigung, wir tragen politische Verantwortung in diesem Land. Unbedingt. Und wir sagen, da ist ein Problem und da muss entsprechend gehandelt werden. Das sagen wir in diesem Bereich schon seit 2 Jahren. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, das Bundesamt braucht deutlich mehr Leute, damit schneller entschieden wird. Und zwar im Interesse einerseits derjenigen, die anerkannt werden, dass die auch einer aus Syrien nicht ein Jahr lang warten muss drauf, bis er einen Bescheid bekommt, sondern dass der rascher erfährt, jawohl, er wird anerkannt und darf hier bleiben. Und dass umgekehrt diejenigen, die nicht anerkannt werden, wesentlich schneller wieder in ihre Heimat zurückkehren. Sie tun aber so, als eine schnellere Prozess einfach die Lösung von einem Problem, was viel größer ist. Das ist doch nicht so. Das ist doch einfach nicht so. Wir haben doch nicht nur Leute, die flüchten, Flüchtlinge auf der einen Seite, sondern wir haben doch auch einen offenbar massiven Zustrom von Leuten, die hier arbeiten wollen, während wir Leute brauchen, die hier arbeiten. Wir brauchen die. Wir haben die niedrigste Geburtenrate der Welt überhaupt. Wir brauchen diese Leute. Und das möchten Sie nicht verstehen. Diese Leute, das müssen wir im Einzelfall dann schon sehr genau anschauen. Wir haben innerhalb der Europäischen Union. Ich habe einen großartigen Vorschlag für Sie. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir diese Flüchtlinge, und der Vorschlag kommt eigentlich von einem Kollegen von mir, Mario Sixtus, wenn wir die Flüchtlinge nicht mehr Flüchtlinge nennen, sondern Vertriebene. Und dann könnten Sie sich ganz fantastisch damit anfreunden, die alle in Bayern einzugliedern. Sehen Sie, und das ist... Und das ist halt allein schon wahrscheinlich, ich hoffe, Sie meinen es nicht so böse, aber es ist eine Beleidigung der Vertriebenen, wenn Sie das in dem, der wirklich damals vor 70 ernst? Jahren Vertriebenen, wie in diesen Kontext zu stellen. Was? Entschuldigung, wer wird denn im Moment haben Sie sich Syrien mal angeguckt? Nein, wir reden nicht von Syrien. Entschuldigung, das habe ich vorhin klipp und klar, ich kann das noch dreimal wiederholen. Und wenn Sie das als Beleidigung auffassen, dann ist das rassistisch. Ganz Entschuldigung, ich habe vorhin klipp und klar gesagt, als typisches Beispiel, alle, die aus Syrien kommen, Bürgerkriegsflüchtlinge, das sind diejenigen, die werden ja auch anerkannt. Die müssen wir aufnehmen, da brauchen wir eine echte Willkommenskultur für die. Aber die müssen wir gut denen, integrieren. Aber wer wird denn aus Serbien vertrieben zurzeit? Das ist doch wohl grober Blödsinn. Wer wird denn aus Mazedonien vertrieben? Heute war der Herr Bundesaußenminister und die Frau Bundeskanzlerin mit den Vertretern dieser Staaten in Wien beisammen. Und all diese Staaten haben wieder ausdrücklich gesagt, sie wollen ja gar nicht, dass die Menschen dort weggehen. Die wollen die bei sich behalten. Ja. Die fordern uns auf, alles dafür zu tun, dass bei denen die Menschen nicht weggehen. Die brauchen nämlich in Mazedonien, in Kosovo, in Serbien die Menschen, um dort das Land aufzubauen. Herr Hermann, Sekunde, wir machen heute kurz Pause und fragen Frau Kummer. Frau Kummer, viele Menschen sagen, sie würden ja echte Flüchtlinge aufnehmen, aber nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen und hier nach Deutschland kommen. Was glauben Sie, wie viele gibt es in Heidenau und in Freital, die so argumentieren, dass sie echte Flüchtlinge nehmen, aber nicht diese Wirtschaftsflüchtlinge? Das ist, diese Meinung ist ja weit auch in der Mitte der Gesellschaft, ne? Weil an der Stelle fehlt es auch nochmal, darauf hinzuweisen, dass... Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht. Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht, aber wie gehen wir mit denen die abgelehnte oder besser gesagt zu einem hohen Prozentsatz abgewählte und abgelehnte Asylbewerber sind? Vielen fehlt dann an dieser Stelle wahrscheinlich auch so die eigene humanitäre Haltung dazu. Wenn ein Mensch kommt und Hilfe braucht, dann muss ich ihm helfen. Und auch wenn er abgelehnt wird, es gibt immer auch humanitäre Gründe, warum dann so eine... Er muss dann erstmal Aufnahme finden, genau. Okay. Und das muss man, natürlich muss man das dann auch man muss das in der Form vermitteln schon, dass es erstmal darum geht, Menschen brauchen Hilfe, wir nehmen sie hier auf und gibt es ein Verfahren, ein gerechtes Verfahren für jeden und dann... Wenn wir halt sehen, was da an den Stellen rauskommt. Wir sind bei der grünen Politik, Frau Göring-Eckardt. Bei Ihnen ist das auch nicht so einfach. Es gibt einen Ministerpräsidenten in dem schönen Land Baden-Württemberg, der heißt Winfried Kretschmann. Und Winfried Kretschmann hat sich genau dafür ausgesprochen, dass die Asylverfahren für abzulehnende Asylbewerber beschleunigt werden. Hier ist nochmal sein Satz. Ist es manchmal leichter, Oppositionspolitik im Bund zu machen, als wenn man regieren muss in den Ländern?
Nee, ehrlich gesagt ist es das nicht. Weil, ich könnte auch einfach Ja sagen. Ich komme gerade aus Thüringen, da regiert meine Partei, das ist mein Landesverband. Von daher ist das nicht die Frage nach dem Motto, wir machen hier das und da das andere. Und es ist ja richtig, wenn jemand abgelehnt worden ist und keine Perspektive hier hat und ein Verfahren hat, was eben nicht 6 Monate dauert oder 7 Monate oder 8 Monate, dann weiß auch, was ich habe ich für eine Perspektive. Und das gilt für beide Gruppen. Und das gilt auch für die, die abgelehnt werden und die dann aufgefordert werden, das Land zu verlassen, die das übrigens zum großen Teil freiwillig tun. Also wir müssen gar nicht darüber reden, dass die jetzt alle hier sitzen und warten. Die tun das zum großen Teil freiwillig und kehren auch zurück. Das ist für die nicht einfach. Deswegen fand ich richtig, dass Winfried Kretschmann nicht nur das gesagt hat, sondern zum Beispiel Menschen in Balkanstaaten geschickt hat, aus seiner Staatskanzlei, um dort zu sagen, ihr habt hier keine langfristige Perspektive. Bitte verkauft nicht Haus und Hof. Bitte lebt nicht die Kinder aus der Schule. Bitte lasst nicht alles liegen und stehen, um dann zu versuchen, hier eine Perspektive zu finden. Aber worum geht es denn da eigentlich? Es geht letzten Endes darum, dass diese Menschen ein bisschen eine bessere Zukunft haben wollen. Also wenn man sich die Roma anschaut in einigen dieser Länder, kann man sich ganz praktisch anschauen, da dürfen die Kinder nicht in die Schule gehen, die bauen sich ein Haus, dann geht die Wasserleitung leider daran vorbei, die haben keine Wasser- und keine Stromversorgung. Dass diese Leute sagen, wir setzen alles daran, damit unsere Kinder nicht so aufwachsen müssen, wie das in diesen Ländern geschieht. Ich habe heute von Fällen gehört, da sind 13-jährige Kinder, die waren noch nie in einer Schule. Und dass die sagen, das wollen wir anders haben, ist doch richtig, ist doch normal, ist doch verständlich. Und deswegen sage ich, wir brauchen für die einen anderen Weg. Und ein Einwanderungsgesetz, ein Arbeitsvisum für die Eltern, das wäre eine andere gesetzliche Regelung. Und trotzdem kämpft die Bundesregierung dafür, dass sogenannte sichere Drittstaaten, nämlich Mazedonien, Serbien, Kosovo, die Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Ja. Das gehört zu den Vorschlägen, die, ich weiß nicht, wie oft wieder gebracht werden. Wir haben ja einige Länder als sichere Herkunftsländer erklärt. Tituliert, das richtig? Hat wieder nur, unter Mithilfe von Herrn Kretschmann? Das hat ihr, und Herr Kretschmann sagt heute was? Er sagt heute dazu, kann mir mal bitte einer nachweisen, dass das irgendetwas gebracht hat? Dass irgendeiner weniger gekommen ist dadurch, wenn man sich die... Herr Herrmann, wenn ich kurz weiter aussprechen darf. Es gibt Länder, die sind sichere Herkunftsländer, da sind die Zahlen gestiegen. Es sind Länder, die sind sogenannte nicht sichere Herkunftsländer, da sind die Zahlen gesunken. Es hat damit nichts zu tun und es ist eine Maßnahme, die nichts bringt, sondern die nur weiter eine Stimmung anheizt. Und deswegen sage ich, machen wir doch endlich mal was, was die Lage entspannt. Machen wir doch endlich mal was, was eine Perspektive hat, was für Integration sorgt, was für Arbeitsmöglichkeiten sorgt, was uns auch hilft hier. Ich habe Bauunternehmen getroffen, die haben mir gesagt, wir suchen händeringend Leute. Lasst sie doch bitte hierher, gebt ihnen eine Perspektive. Wir sorgen auch noch dafür, dass sie eine Wohnung kriegen und eine vernünftige Unterbringung. Hier sind die Fragen unserer Zuschauer. Liebe Zuschauer, via E-Mail meldet sich aus Duisburg. Hallo Duisburg, Elke Kraft. Sie sagt, wir sind mit bewachten Grenzen aufgewachsen. Kann sich nun jeder in Europa und Afrika sein Lebensgebiet selbst aussuchen? Müssen wir nun jedes Jahr fast 1 Million Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen? In unserem Bekannten- und Freundeskreis haben alle Angst. Was würden Sie ihr antworten, Frau Kummer? Ich habe in den letzten Tagen eine Statistik gelesen. Das sind fast 800.000 Menschen, 2014 haben Deutschland verlassen und suchen ihre Perspektive in einem anderen Land. Und jetzt, nach den neuesten Prognosen, 800.000, die wir für dieses Jahr noch erwarten. Die Frage von der Frau ist, wie geht das weiter? Frau Kraft möchte gerne wissen, ob das so weitergeht und hat Angst. Möchte gerne wissen, ob diese Gesellschaft das aushält. Also ich möchte erst mal positiv bemerken, dass sie sich vergleichsweise zivilisiert äußert. Die gleichen Ängste werden im Netz für jeden sichtbar häufig in einer sehr radikalen Art geäußert, sodass es keine Ängste mehr sind, sondern schlichtes Arschlochverhalten. Der Punkt, den man ihr entgegnen kann, ist, dass zum einen allein von der Demografie her Deutschland dringend Menschen benötigt. Sonst wird es immer kleiner. Diese Zahl von 533.000 jedes Jahr, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die haben Wissenschaftler errechnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch wächst in den nächsten Jahren. Das braucht man alleine, damit wir nicht irgendwann überaltern. Ja, und damit wir nicht irgendwann anfangen müssen, bis 87 die Rente auszudehnen, damit überhaupt ein Austausch stattfinden kann. Ich glaube also, man muss ihr antworten. Wir brauchen Zuwanderung. Sie müssen davor keine Angst haben. Wir müssen eine bessere Integration hinkriegen. Da würde ich sofort zustimmen, dass da ein Mangel besteht, der allerdings, und das muss man auch sagen, nicht nur von der Politik ausgeht, sondern natürlich auch von den Köpfen der Menschen in diesem Land. Ich glaube, dass diese Willkommenskultur nichts ist, was von oben von der Politik verordnet werden kann. Und das in dem Kontext freue ich mich sehr, dass es so viele engagierte Leute gibt, das war in den 90er Jahren ein bisschen anders, die sagen, wir möchten helfen. Und wenn die anfangen, diese Willkommenskultur ein bisschen auszubreiten, dann glaube ich, kann man auch mit einem Einwanderungsgesetz dafür sorgen, dass die Leute, die wir dringend brauchen und die sich an der Gesellschaft beteiligen wollen, hierher kommen und hier mit uns zusammen das Land aufbauen. Das ist die Antwort von Sascha Lobo. Und was sagt Herr Herrmann? Befürchten Sie wie Frau Kraft, Herr Herrmann, dass die Zahlen noch viel höher werden und dass wir es gegebenenfalls auch noch mit ganz anderen Reaktionen der Menschen in diesem Land zu tun haben können, dass die Gewalt zunimmt?
wenn wir es jetzt nicht schaffen, jetzt mit wichtigen Entscheidungen schon in den nächsten Monaten da eine gewisse Kurskorrektur herbeizuführen, dann würden das nächstes Jahr über 1 Million sein, dann werden es in 2 Jahren über 2 Millionen sein. Und das wird dieses Land auf Dauer nicht verkraften. Darüber müssen wir jetzt ganz vernünftig miteinander reden. Und eines will ich aber noch hinzufügen. Erstens, lieber Herr Lobo, es ist mit Sicherheit Ergebnis der Statistiken, mit denen Sie sich so gerne beschäftigen. Nach den USA sind wir das Einwanderungsland Nummer 2 weltweit. In kein anderes Land sind schon in den letzten Jahren so viele Menschen zugewandert wie nach Deutschland. Und das andere ist, was die eigentliche Kern, ja, glaube ich, auch dieser Frage war. Wir haben innerhalb der Europäischen Union die Grenzkontrollen abgeschafft. Aber die Grundlage dafür war, und das ist letztendlich ein Thema, das jetzt mit dem Hintergrund natürlich ständig mit präsent ist, die Grundlage war, dass die Außengrenzen dafür gemeinsam von allen Ländern, die da dabei sind in diesem Schengen-Abkommen, umso besser geschützt werden. Innerhalb keine Grenzkontrollen mehr, außen aber den Schutz. Und was die Menschen jetzt wahrnehmen, ist natürlich, dass das alles nur noch auf dem Papier steht, dass es inzwischen eine Farce ist. Wer kontrolliert denn im Moment noch? In Frankreich ist das wunderbar und in Großbritannien, in Irland, in Dänemark, da haben wir keine Probleme. Aber in Italien, nein, Entschuldigung, das steht ins Grundlage der Verträge. Wir haben die Menschen aber damals auch versprochen. Also selbst Frau Merkel hat wirklich gerade verstanden, vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass dieses Schengen-Abkommen nicht funktioniert. Die Menschen sind da, Griechenland und Italien sind komplett überfordert, denn diese Flüchtlinge kommen zu uns. Wir reden heute darüber, wie gehen wir mit diesen Menschen um und was sagen wir den deutschen Bürgern? Wir müssen den deutschen Bürgern sagen, oder ist das etwas, was wir gerade schaffen? Das hat die Kanzlerin zu Recht auch gesagt. Wenn wir es nicht schaffen, dass auch das Verhalten der anderen europäischen Länder sich ändert. Einerseits, dass alle mitwirken bei dem Thema, den echten Flüchtlingen zu helfen, aber dass andererseits auch unsere Grenzen sicher sind, dann wird diese Freizügigkeit nicht zu halten sein. Das ist das Problem. Darüber diskutiert die Politik. Die anderen europäischen Länder stellen diese Freizügigkeit in Frage, wenn sie nicht mitwirken, dass der Inhalt von Schengen- und Dublin-Übereinkommen auch wirklich eingehalten wird. So. Frau Göring-Eckardt, sagen auch Sie, dass die Griechen und die Italiener damit überfordert sind und dass wir eigentlich längst eine Novelle von Schengen brauchen und dass es eine Quote für die Länder Europas brauchen? Nur, dass wir diese Diskussion abgeschlossen haben. Braucht es eine Quote, die Flüchtlinge in Europa besser verteilt? Es macht Sinn, dass darüber geredet wird, wie die Flüchtlinge besser verteilt werden. Es macht aber keinen Sinn, wenn die in einigen Ländern in Standards leben, die nicht menschenwürdig sind. Mhm. Es macht auch keinen Sinn, dass wir die Länder, wo jetzt ganz viele ankommen, am Mittelmeer alleine lassen mit der Situation. Es macht aber erst recht keinen Sinn, Herr Herrmann, wenn wir sagen, wir schützen jetzt mal die Außengrenzen Europas. Ich meine, da ertrinken jeden Tag Leute. Da sind heute Leute erstickt in einem LKW. Und wir reden darüber, ob wir mal die Grenzen sichern. Das sind doch nicht Leute, die kommen hierher aus Jux und Dollerei. Sondern ich glaube, was wir tun müssen, was wir den Leuten ehrlich sagen müssen, dann kriegen wir auch gar kein weiteres Problem. Wir müssen sagen, wir brauchen Leute und es werden auch mehr kommen. Und wir machen uns ab heute alle Gedanken darüber, wie wir das so machen, dass das gut ist. Wir sind ein starkes Land. Wer kann das denn schaffen, wenn nicht wir? Da sind Leute, die haben Berufe, die werden bei uns gebraucht. Da kommen Ingenieure, da kommen Ärzte, da kommen Krankenschwestern. Ja, du meine Güte, das sind alles Berufe, die werden in Bayern genauso gebraucht wie im schönen Thüringen oder in Berlin. Und dann sagen sie den Leuten, nein, es muss niemand Angst haben. Ganz im Gegenteil, wenn wir das jetzt gut machen, dann werden wir als gesamte Gesellschaft davon profitieren. Wir werden besser leben in diesem Land. Wir werden den demografischen Gap überstehen. Halt doch, wenn wir es gut machen, Herr Herrmann, und Sie können dazu beitragen und dann nicht Stimmung machen. Wir machen weiter mit den Fragen unserer Zuschauer, wenn Sie einverstanden sind. Tim Rother hat sich gemeldet und sagt, die Ängste der Bürger müssen beachtet werden. Viele Flüchtlingsunterkünfte entstehen schnell und ohne Vorabinformationen. Deshalb eskaliert die Situation vor Ort. Herr Schulz, ist das auch Ihre Erfahrung, dass man nicht nur die Kommunen und die Infrastruktur damit überfordert, sondern dass dieser Irrsinn, dass aus Bussen 300 Menschen plötzlich in eine Stadt gespuckt werden, eben auch die Menschen überfordert? Ich glaube, es überfordert jeden zurzeit. Das ist ein Bereich, wir haben eben darüber gesprochen, das Bundeskriminalamt zum Beispiel hat die Politik seit mindestens 5 Jahren, eigentlich seit arabischem Frühling Beginn, darauf hingewiesen. Lagebild kann jeder nachlesen, auch online zum Beispiel, zur Schleuserkriminalität. Passt auf, wir werden in naher Zukunft reihenweise und große Zahlen von Flüchtlingen bekommen. Was ist passiert in 5 Jahren? Ja. Nichts. Das heißt, jetzt stellt die Politik hin und sagt völlig überrascht, oh, wie konnte das denn passieren? Es war offensichtlich. Das ist 2011 passiert, 2012, 2013. Jedes Jahr gibt es ein Lagebild dazu und sagt, passt auf, es explodiert. Parallel haben wir eine Entwicklung gehabt, nicht seit NSU erst, eigentlich eine neue Qualität in diesem Bereich sicherlich, was ja auch paradox ist in einigen Bereichen. Wir haben durchaus sinkende Zahlen gehabt in diesem Bereich der Zustimmung zu Rechtsextremisten. Die Zahlen sind immer weiter rückläufig gegangen, aber eine gewisse neue Qualität. Man sucht sich auch in der Bevölkerung zum Beispiel seine Verbündete in diesem Bereich. Jetzt sind wir die Leidtragenden. Das heißt, dass jeder überfordert. Da sind die Kommunen überfordert, da sind die Kollegen der Bundespolizei überfordert. Was machen sie denn? Das hat auch wieder Folgen. Das heißt, wenn sie am Bahnhof Zug kontrollieren und da strömen jetzt 100, 200 Personen raus, die müssen versorgt werden. Die werden von der Bundespolizei versorgt. Ich kenne Kollegen,
die haben Spielzeug zu Hause mitgebracht, die sorgen dafür, dass Getränke da sind, müssen sie alle selber machen, die Kollegen in diesem Bereich, die verpflegen die Personen, wirklich aufnehmen, willkommen heißt in diesem kleinsten Rahmen wirklich. Was passiert? Es ist unwürdig für alle Beteiligten, für die Kollegen ist es unwürdig, es ist für die Betroffenen sowieso unwürdig, die warten stundenlang auf das Verfahren, so Fingerabdrücke, Fotos machen, was man machen muss bei der Einreise. Eine Anzeige zu fertigen, das ist eine Straftat in diesem Bereich, was ja auch relativ unverständlich ist, wenn wir den gesamten Kontext sehen. Und wenn man guckt, dass Österreich zum Beispiel oder Ungarn, muss man ja auch sagen, dass die Einreise zum Beispiel Ordnungswidrigkeit ist. Also, dass man sie auch entkriminalisiert in diesem Bereich. Überhaupt gesagt, Flüchtlinge sind keine Kriminellen. Mhm. Nächste Frage unserer Zuschauer. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, da möchte ich gerne darauf aufmerksam machen. Da stand, dass wegen der ankommenden Flüchtlinge in dieser Frage eben die Situation vor Ort eskaliert. Und da ist eine Formulierung, ein Narrativ drin, gegen das ich mich deutlich wehren möchte. Diese Eskalation, ich denke, damit sind so Ausschreitungen gemeint und solche Anschläge, die finden eben nicht statt, weil die Leute dort sind. Die finden statt, weil ein hohes Gewalttäterpotenzial vor Ort ist. Der Grund ist in den Köpfen von den Gewalttätern und nicht in der Anwesenheit der Flüchtlinge zu suchen. Eigentlich brauchen Rassisten auch keinen Flüchtling, um rassistisch zu sein. Ich möchte sagen, dass hier eine komische Form von Schuldumkehr stattfindet. Irgendwann sind die Flüchtlinge durch ihre bloße Präsenz daran schuld, dass ja vor Ort leider die Lage eskaliert ist. Und das ist ein Narrativ, gegen das ich mich wehren möchte. Okay. Die Flüchtlinge sind nicht daran schuld, dass da Leute irgendwelche Molotow-Cocktails werfen. Ich stimme trotzdem. Man muss sagen, da wird echt hart gearbeitet im Maschinenraum. Da sind Angestellte in Verwaltungen, die nachts aufstehen, weil Flüchtlinge da sind, die Überstunden schieben ohne Ende. Da sind Ehrenamtliche, die bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit arbeiten. Das widerspricht dem überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss eben auch sagen, die Leute in der Bundesregierung, die dieses 5% gerade mal zahlen und wo sich seit Monaten nichts bewegt, die müssen langsam mal vom Sonnendeck runterkommen und mal gucken, was da im Maschinenraum passiert. Das gehört auch dazu. Gehört dazu. Wir sind bei der nächsten Frage von Herrn Edelmann. Alex Edelmann sagt: Sei es mit Schlagstock, Wasserwerfer, Gummigeschoss oder Tränengas, der Rechtsstaat muss unsere Straßen umgehend von diesem braunen Pöbel befreien. Herr Schulz, es geht wieder an Sie. Hatten wir nicht einen größeren Instrumentenkasten, als es um Stuttgart 21 ging, als es andere ging? Warum hat man das Gefühl, dass der Staat sich zu wenig, wo er es kann, zu wenig wehrt? Das sind viele Bereiche. Das war auch ein Bereich, den wir noch nicht behandelt haben in diesem Bereich, weil es immer weiter runtergeht. Wir als Kriminalpolizei sind da zum Beispiel dann dafür zuständig, wirklich dann auch, möchte ich mal sagen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also wirklich Kriminelle, die darunter sind, das sind aber wenige in diesem Bereich, zu erkennen. Das sind wirkliche Probleme, wenn ich mir Erstaufnahme Lage oder Flüchtlingslage angucke in diesem Bereich, wo viele Menschen, ich denke jetzt mal an Braunschweig, das war ausgelastet für 500 Flüchtlinge, wurde aufgestockt auf 700, teilweise waren da jetzt 2800 Personen drin. Und als ich dann aus diesem Milieu heraus, und das muss man wirklich gucken, wer ist denn das? Das waren keine Syrer, das waren auch keine aus dem Balkan zum Beispiel, das waren aus Tunesien, aus Marokko, die mitgeflüchtet sind. Einzeltäter, die wirklich massiv in diesem Bereich Wohnungseinbrüche begangen haben, sehr viel Eigentumsdelikte gemacht haben, die natürlich auch alle wirklichen Asylbewerber, Flüchtlinge in Misskredit bringen. Massiv. Und das haben wir in vielen Bereichen, das muss man sehr genau differenzieren, das ist sehr kompliziert. Wir haben heute zum Beispiel massive Zuwanderung gehabt von Tschetschenien über die polnische Grenze nach Deutschland, wo der Staatsschutz bei jedem Zweiten wirklich sagt, das ist Potenzial für Extremisten. Sehr aufwendig, sehr personalintensiv. Dann haben sie zum Beispiel, muss man auch wirklich, und das ist ein Problem, was, glaube ich, auch die Bevölkerung dann einfach wissen muss, weil man einfach ehrlich sein muss. Es gibt einfach einige Bereiche, wo wir Täter haben, eine Zuwanderung. Georgien ist ein Beispiel, muss man leider anerkennen. Bayern weiß es, Baden-Württemberg sind für einen Großteil, und das wissen wir von den Ermittlungen, für einen riesigen Zuwachs an Wohnungseinbrüchen. Nur diese georgische zuständig, diese Person. Weil, hier kann man vom Asylmissbrauch endlich mal sprechen, weil die wussten es. Wir wissen es, Georgien hat eine Anerkennungsquote in Deutschland ungefähr von 1%. Das sind die 7, die geflüchtet sind, die werden anerkannt. Diese Georgier werden rekrutiert in Georgien, weil sie wissen, sie kommen nach Deutschland, um Straftaten zu begehen. Sie wollen kein Asyl. Sie wissen, das Verfahren dauert aber ungefähr ein Jahr und so lange können sie Straftaten begehen. Und dann sind wir im Bereich, was macht der Rechtsstaat? Und das ist sehr schwer, wenn wir dann einen Personalkörper treffen, der in diesem Bereich wirklich strukturell arbeiten müsste. Das sind organisierte Kriminalitätsstrukturen, die man aufhellen müsste. Das machen sie nicht mal eben mit einem Streifenwagen. Das ist eine leistungsfähige Kriminalpolizei. Und die haben sie leider dann die Regierung in vielen, vielen Ländern zerstört. Ausrufezeichen. Und deshalb sagen Sie auch, wir müssen andererseits diese kriminellen Brandstifter als Terroristen bezeichnen, die sie sind. Und wir brauchen eine andere Definition des Terrorismus in Deutschland. Ja, es ist zwar kein Heilmittel, aber es ist wirklich ein Bereich, der seit 2002 fordert uns die EU auf, also kurz nach 9/11, unseren sehr, sehr engen juristischen Begriff, wer ist Terrorist, wer ist in einer terroristischen Vereinigung, das ist 129a Strafgesetzbuch, das ist sehr eng bei uns. Die EU hat uns schon mehrfach angemahnt, das aufzuweiten. Das heißt, ich kann es nicht aussprechen oder wir können es juristisch nicht sagen, wir können es nicht benennen, das sind Terroristen. Ja. Ich sage ja, wer ein Asylbewerberheim ansteckt, ist ein Terrorist.
Wir dürfen ihn aber nicht so nennen. Da kommt zum Beispiel die juristische Feinheit. Es müssten mindestens drei Personen, die vereint, organisiert, das zusammen machen. Das ist natürlich definitiv. Gucken wir mal im Netz, was da gerade passiert, ob die nicht längst organisiert sind. Gibt es eine Diskussion natürlich, ob man nicht sagt, in diesem Bereich reicht diese Klammer, Rechtsextremismus, reicht die nicht aus als Gesinnung? Und weil dann automatisch auch andere Ermittlungsbehörden, nämlich staatliche, bundesstaatliche eingeschaltet werden. Zum Beispiel der Bundesanwalt wäre zuständig, BKA würde ermitteln, wir würden auch dann in den LKAs der Länder ermitteln können. Es gibt andere Möglichkeiten, andere Maßnahmenkatalog, die Polizei hätte, dann könnten wir auch mehr ermitteln. Das wäre der Bereich, wo wir wirklich sagen können, dann wären wir auch schlagkräftiger, da stehen wir uns selber im Weg mit juristischen Definitionen. Die, und dann nicken beide Politiker in diesem Raum, tatsächlich zwingend notwendig wären, dass wir da auch unsere Definition von Terrorismus verändern? Ja. Na, um ehrlich zu sein, wir kommen nicht so sehr auf die Definition an, mir kommt es darauf an, dass man die Strukturen erkennt. Und wenn es terroristische Strukturen sind, dann muss man sie auch entsprechend bearbeiten. Ich muss Ihnen an dieser Stelle unbedingt noch einen Mann vorstellen. Und zwar kommt er aus dem schönen Städtchen Frankfurt-Oder. Er heißt Martin Patzelt, ist CDU-Bundestagsabgeordneter, war von Frankfurt-Oder auch lange Bürgermeister und ist jetzt bei uns im Studio. Und Sie müssen seine Geschichte hören. Ohne die können wir nicht enden. Herr Patzelt, Sie haben CDU-Mitglied beschlossen, etwas zu tun und nicht lange zu reden. Sie haben zu Hause bei sich zwei Flüchtlinge aufgenommen. Wie geht es den beiden Eritreern? Ich denke, vergleichbar sehr gut. Das heißt, die wohnen in ihrem Dachgeschoss und haben eine gute Reaktion in ihrem Umfeld. Also wie reagieren die Frankfurt-Oderer darauf? Ich würde sagen, sie haben die allerbesten Bedingungen, um tatsächlich sich integrieren zu können in unsere Gesellschaft. Mhm. Aber ich möchte sagen, dem ist ja etwas vorausgegangen, dass ich vor einem Jahr diese furchtbare Polarisierung, die wir jetzt erleben, in meiner Fantasie vorausgesehen habe und gesagt habe, wenn die Zivilgesellschaft jetzt nicht tätig wird, wenn sich nicht hinter jeden anerkannten Flüchtling ein ziviler Bürger, ein Deutscher, eine Deutsche stellt und ihn in den Rücken stärkt und in der Öffentlichkeit mit ihm auftritt und dadurch deutlich macht, dass die deutsche Gesellschaft eine andere ist, dann werden wir mit den ordnungsrechtlichen Maßnahmen, die hier alle diskutiert sind, die vielleicht notwendig sind, werden wir nicht mehr auskommen. Denn nach meiner Erfahrung gibt es eine sehr vermutete große Mehrheit von Menschen, die noch nicht weiß, wie sie sich entscheidet. Mhm. Die in Angst ist, die die Politik beobachtet und sagt, die hauen sich, die schlagen sich fast, die werfen sich gegenseitig Unterstellungen, ja auch Schimpfworte an den Kopf, aber die wissen eigentlich nicht, wie es lang gehen soll. Mhm. Und in dieser Situation haben natürlich alle, die den Brunnen vergiften wollen oder die mit Ideologien und mit menschenfeindlichen Ideologien tatsächlich zu Strom haben möchten, die haben dann ein freies Feld. Also ich sage, jegliche Polarisierung vermeiden, sondern alle setzen sich vernünftig im Rahmen ihrer zuständigen Funktion zusammen. Einige Argumente sind heute Abend hier ausgetauscht worden. Und ohne, dass man den anderen verdächtigt und ihn beschimpft und über vergangene Unterlassungen oder Verfehlungen redet, sagen wir haben ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und wir können das lösen mit Politik und Zivilgesellschaft zusammen. Und die Zivilgesellschaft ist unerlässlich. Und deswegen haben wir die beiden aufgenommen. Und wir merken, dass sich der kleine Ort Briesen im Vorort von Frankfurt oder in einem Jahr sehr wahrnehmbar verändert hat von der Mentalität, weil Flüchtlinge einen Namen bekommen haben und ein Gesicht und Menschen, die mich beschimpft haben, am Anfang auf einmal mit den beiden Freizeit verbringen. In der schönsten Form. Wie haben die Frage darf nicht fehlen. Wie haben Ihre Bundestagskollegen reagiert? Verhalten. Was? Verhalten. Das ist auch ein Leidwesen und ich kann das sehr gut verstehen. Nicht jeder erträgt die Nähe von Fremden so unmittelbar und das kann man auch nicht verlangen. Aber ich sage mal, von einem Anschauen, viele schauen ja weg, wenn Fremde kommen, über ein Lächeln, über einen Händedruck, über eine kleine Geste der Hilfe bis hin zu Begleitung im Deutschunterricht. Und die wollen ja Deutsch lernen, die wollen sich integrieren. Und darüber hinaus ein gemeinsames Essen, ein Ausflug, das alles sind Zeichen der Annahme, der Empathie, die dann auch vielleicht die unsicheren Menschen überzeugen können, wir haben es mit Menschen zu tun und wir sind ja selber Menschen und wir wollen keine Faschisten sein und wir wollen keine Rassisten sein. Also dass das schwankt. Warum? In Ihren Augen die einen Angst und die anderen tun was. Kann man das auch in Ost und West teilen? Ich denke, man braucht ein bisschen Zivilcourage. Herr Kummer hat ja davon berichtet. Ich habe Morddrohungen bekommen, ich habe viele Beschimpfungen bekommen. Ich bin es gewohnt, mit Dingen so umzugehen, wie sie eben sind. Und lasse mich da nicht in Panik bringen. Und ich glaube, wenn man geht, kann man auch Angst verlieren. Und dann bekommt man auch andere rechts und links, die mitgehen. Und dann ist man schon zu dritt und zu viert. Und das ist der entsprechende Impuls oder dieses Ergebnis einer solchen Bemühung, von der ich denke, die könnte unsere Gesellschaft tatsächlich verändern. Aber das heißt auch, wir müssen natürlich deutlich machen, Deutschland ist total überfordert, wenn wir alle Not der Welt retten können. Und ich persönlich sage ja, wir müssen die zurück nach Hause schicken, denen wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht helfen können. Wir kennen die Not, wenn ich mir afrikanische Verhältnisse angucke, die sind nicht ganz anders als die Bilder, die wir aus dem Kosovo gesehen haben. Die sind vielleicht sogar noch schlimmer. Aber wir müssen ihnen vielleicht deutlich machen, und hier setzen wir mit einer konzertierten Entwicklungshilfe nachdrücklich an. Wir helfen den Ländern, dass sie dort ihre Verhältnisse ändern können. Wir reden aber nicht nur, wir machen das. Und dann denke ich mal, dass wir als Deutscher Bundestag für Entwicklungshilfe
an Mitteln freigeben, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit kann man nicht konzertierte Aktionen in den Ländern schaffen, wo die Menschen selber niemals mehr Zukunft sehen. Meine größte Angst, das sage ich noch mal so, ist die Polarisierung in der Gesellschaft, eine Entwicklung, die wir zum Schluss nicht mehr in den Griff bekommen, nur mit staatlicher Gewalt, die nicht mal ausreicht. Wir haben ja heute hier Argumente gehört. Das ist meine große Angst. Und die andere ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, keine Hoffnung mehr haben, dass in ihrer Heimat etwas anders wird. Und da müssen wir dringend handeln, und zwar in voller Breite. Sie haben, Herr Patzelt, sehr tapfer gesagt, dass die Politik viel zu lange die Augen verschlossen hat, sowohl vor dem Problem der rechten Gewalt als auch vor dieser Flüchtlingswelle. Sie sind selber Politiker. Was glauben Sie, muss auch innerhalb der Union, also auch zwischen der CSU und der CDU und Menschen wie Ihnen, noch geschehen, damit man Angst nicht schürt, sondern sie bekämpft? Wir müssen über die Dinge offen und möglichst vorurteilsfrei reden. Wir müssen eine Atmosphäre haben, in der man sich etwas sagen kann, ohne dass man gleich auch wir selber in die rechte oder linke Ecke gestellt werden. Das finde ich furchtbar. Also wenn wir das schon so vormachen, wie soll es dann die Bevölkerung empfinden? Wir haben Verantwortung und wir müssen sachlich darüber reden und uns austauschen. Und da muss es möglich sein. Und da muss es möglich sein, dass ein Kollege eine andere Meinung hat, als ich sie habe. Sagt Martin Patzelt, CDU-Bundestagsabgeordneter. Und wir werden unüblicherweise, liebe Zuschauer, von dieser Position und Stelle die Sendung beenden. Weil ich glaube, man kann und darf und muss über gerade dieses Letztgenannte noch mal nachdenken. Herr Patzelt, Ihnen vielen herzlichen Dank. Joachim Herrmann wird noch alle Fragen im Internet beantworten in den nächsten 30 Minuten, die Sie, liebe Zuschauer, unter Garantie haben. Und wir geben jetzt stehenden Fußes an Markus Lanz weiter und sehen uns nächste Woche wieder Ihnen allen der Diskussion hier heute Abend, die sehr ehrlich war. Und sehr aufrichtig. Herzlichen Dank von der Mentalität, weil Flüchtlinge einen Namen bekommen haben und ein Gesicht und Menschen, die mich beschimpft haben, am Anfang auf einmal mit den beiden Freizeit verbringen. In der schönsten Form. Sie haben die Frage, darf nicht fehlen. Wie haben Ihre Bundestagskollegen reagiert? Verhalten. Was? Verhalten. Das ist ja auch ein Leidwesen und ich kann das sehr gut verstehen. Nicht jeder erträgt die Nähe von Fremden so unmittelbar und das kann man auch nicht verlangen. Aber ich sage mal von einem Anschauen, viele schauen ja weg, wenn Fremde kommen, über ein Lächeln, über einen Händedruck, über eine kleine Geste der Hilfe bis hin zu Begleitung im Deutschunterricht. Und die wollen ja Deutsch lernen, die wollen sich integrieren. Und darüber hinaus ein gemeinsames Essen, ein Ausflug, das alles sind Zeichen der Annahme, der Empathie, die dann auch vielleicht die unsicheren Menschen überzeugen können, wir haben es mit Menschen zu tun und wir sind ja selber Menschen und wir wollen keine Faschisten sein und wir wollen keine Rassisten sein. Also dass das schwankt. In Ihren Augen die einen Angst und die anderen tun was. Kann man das auch in Ost und West teilen? Ich denke, man braucht ein bisschen Zivilcourage. Herr Kummer hat ja davon berichtet. Ich habe Morddrohungen bekommen, ich habe viele Beschimpfungen bekommen. Ich bin es gewohnt, mit Dingen so umzugehen, wie sie eben sind. Und lasse mich da nicht in Panik bringen. Und ich glaube, wenn man geht, kann man auch Angst verlieren. Und dann bekommt man auch andere rechts und links, die mitgehen. Und dann ist man schon zu dritt und zu viert. Und das ist der entsprechende Impuls oder dieses Ergebnis einer solchen Bemühung, von der ich denke, die könnte unsere Gesellschaft tatsächlich verändern. Aber das heißt auch, wir müssen natürlich deutlich machen, Deutschland ist total überfordert, wenn wir alle Not der Welt retten können. Und ich persönlich sage ja, wir müssen die zurück nach Hause schicken, denen wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht helfen können. Wir kennen die Not. Wenn ich mir afrikanische Verhältnisse angucke, die sind nicht ganz anders als die Bilder, die wir aus dem Kosovo gesehen haben. Die sind vielleicht sogar noch schlimmer. Aber wir müssen ihnen vielleicht deutlich machen, und hier setzen wir mit einer konzertierten Entwicklungshilfe nachdrücklich an. Wir helfen den Ländern, dass sie dort ihre Verhältnisse ändern können. Wir reden aber nicht nur, wir machen das. Und dann denke ich mal, was wir als Deutscher Bundestag für Entwicklungshilfe an Mitteln freigeben, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit kann man nicht konzertierte Aktionen in den Ländern schaffen, wo die Menschen selber niemals mehr Zukunft sehen. Meine größte Angst, das sage ich noch mal so, ist die Polarisierung in der Gesellschaft, eine Entwicklung, die wir zum Schluss nicht mehr in den Griff bekommen, nur mit staatlicher Gewalt, die nicht mal ausreicht. Wir haben ja heute hier Argumente gehört. Das ist meine große Angst. Und die andere ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, keine Hoffnung mehr haben, dass in ihrer Heimat etwas anders wird. Und da müssen wir dringend handeln. Und zwar in voller Breite. Sie haben, Herr Patzelt, sehr tapfer gesagt, dass die Politik viel zu lange die Augen verschlossen hat, sowohl vor dem Problem der rechten Gewalt als auch vor dieser Flüchtlingswelle. Sie sind selber Politiker. Was glauben Sie, muss auch innerhalb der Union, also auch zwischen der CSU und der CDU und Menschen wie Ihnen, noch geschehen, damit man Angst nicht schürt, sondern sie bekämpft? Wir müssen über die Dinge offen und möglichst vorurteilsfrei reden. Wir müssen eine Atmosphäre haben, in der man sich etwas sagen kann, ohne dass man gleich auch wir selber in die rechte oder linke Ecke gestellt werden. Das finde ich furchtbar. Aber das ist genau der Punkt, Entschuldigung, wo wir was Ihre Position anbetrifft, aus meiner Sicht in einer völlig illusionären Welt landen. Wenn Sie den Menschen ernsthaft erzählen, es gibt leider weltweit viele, viele Menschen, die nach Arbeit suchen. Wenn Sie
ernsthaft den Leuten in Deutschland erklären wollen, dass wir die Probleme von Völkern weltweit, wo es Arbeitslosigkeit gibt, dadurch lösen, dass wir die alle einladen, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen. Ich rede mit den Unternehmern in Bayern, die sagen, das ist doch auch nicht funktioniert. Sie blockieren doch, Ihre Partei blockiert doch seit vielen Jahren ein Einwanderungs- und Zuwanderungsgesetz. Und jetzt, große Überraschung, eine bayerische Qualitätsuniversität in Coburg nämlich, die haben im Anfang des Jahres festgestellt, dass wir 533.000 Menschen jedes Jahr brauchen, hier in Deutschland brauchen, nur damit Deutschland nicht weiter schrumpft und auch vom Sozialstaat her überhaupt überlebensfähig ist. Wir brauchen diese Leute. Und das, was Sie mit Asylmissbrauch völlig falsch bezeichnen, ist das Fehlen eines Einwanderungsgesetzes, was Sie seit Jahren verhindern. Wir versuchen es nochmal zu ordnen. Meine Einstiegsfrage, die habe ich zum Glück nicht vergessen, war, haben Sie bewusst, haben Politiker Ihrer Partei bewusst die Situation angeheizt? Nein, zur Erinnerung, definitiv nicht. Nochmal eine kleine Sammlung aus den letzten Monaten. Herr Herrmann, jetzt nochmal, das war vor Heidenau wohlgemerkt. Wer solche Sätze sagt, tut er etwas gegen Rechtsradikalismus? Also wenn ich jetzt hier gerade zitiert worden bin mit dem Satz, dass über 50% derjenigen, die hierher kommen, abgelehnt werden. Das ist Fakt, das ist das Ergebnis rechtsstaatlicher Entscheidungen inklusive Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Ich glaube, dass das jedenfalls von den demokratischen Parteien nicht in Frage gestellt wird. Wer von Völkerwanderung und Überforderung spricht, Ergebnis der Entscheidungen, ermöglicht er, dass es Menschen gibt, die sich selbst ernannt zum Retter des Abendlandes erklären, weil dieses Land es zu wenig in ihren Augen tut. Nein, Entschuldigung, wir tragen politische Verantwortung in diesem Land. Unbedingt. Und wir sagen, da ist ein Problem und da muss entsprechend gehandelt werden. Das sagen wir in diesem Bereich schon seit 2 Jahren. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, das Bundesamt braucht deutlich mehr Leute, damit schneller entschieden wird. Und zwar im Interesse einerseits derjenigen, die anerkannt werden, dass die auch einer aus Syrien nicht ein Jahr lang warten muss drauf, bis er einen Bescheid bekommt, sondern dass der rascher erfährt, jawohl, er wird anerkannt und darf hier bleiben. Und dass umgekehrt diejenigen, die nicht anerkannt werden, wesentlich schneller wieder in ihre Heimat zurückkehren. Sie tun aber so, als sei ein schnellerer Prozess einfach die Lösung von einem Problem, was viel größer ist. Das ist doch nicht so. Das ist doch einfach nicht so. Natürlich. Wir haben doch nicht nur Leute, die flüchten, Flüchtlinge auf der einen Seite, sondern wir haben doch auch einen offenbar massiven Zustrom von Leuten, die hier arbeiten wollen, während wir Leute brauchen, die hier arbeiten. Wir brauchen die. Wir haben die niedrigste Geburtenrate der Welt überhaupt. Wir brauchen diese Leute. Und das möchten Sie nicht verstehen. Diese Leute, das müssen wir im Einzelfall dann schon sehr genau anschauen. Wir haben innerhalb der Europäischen Union. Ich habe einen großartigen Vorschlag für Sie. Wie wäre es denn, wenn wir diese Flüchtlinge, und der Vorschlag kommt eigentlich von einem Kollegen von mir, Mario Sextus, wenn wir die Flüchtlinge nicht mehr Flüchtlinge nennen, sondern Vertriebene. Und dann könnten Sie sich ganz fantastisch damit anfreunden, die alle in Bayern einzugliedern. Sehen Sie, und das ist... Und das ist halt allein schon... Ist das auch Ihre Erfahrung, dass man nicht nur die Kommunen und die Infrastruktur damit überfordert, sondern dass dieser Irrsinn, dass aus Bussen 300 Menschen plötzlich in eine Stadt gespuckt werden, eben auch die Menschen überfordert? Ich glaube, es überfordert jeden zurzeit. Das ist ein Bereich, wir haben eben darüber gesprochen, das Bundeskriminalamt zum Beispiel hat die Politik seit mindestens 5 Jahren, eigentlich seit arabischem Frühling Beginn, darauf hingewiesen. Lagebild kann jeder nachlesen, auch online zum Beispiel, zur Schleuserkriminalität. Passt auf, wir werden in naher Zukunft reihenweise und große Zahlen von Flüchtlingen bekommen. Was ist passiert in 5 Jahren? Ja. Nichts. Das heißt, jetzt stellt die Politik hin und sagt völlig überrascht, oh, wie konnte das denn passieren? Es war offensichtlich. Das ist 2011 passiert, 2012, 2013. Jedes Jahr gibt es ein Lagebild dazu und sagt, passt auf, es explodiert. Parallel haben wir eine Entwicklung gehabt, nicht seit NSU erst eigentlich, eine neue Qualität in diesem Bereich sicherlich, was ja auch paradox ist in einigen Bereichen. Wir haben durchaus sinkende Zahlen gehabt in diesem Bereich, die Zustimmung zu Rechtsextremisten. Die Zahlen sind immer weiter rückläufig gegangen, aber eine gewisse neue Qualität. Man sucht sich auch in der Bevölkerung zum Beispiel seine Verbündete in diesem Bereich. Jetzt sind wir die Leidtragenden. Das heißt, dass jeder überfordert. Da sind Kommunen überfordert, da sind die Kollegen der Bundespolizei überfordert. Was machen sie denn? Und das hat auch wieder Folgen. Das heißt, wenn sie am Bahnhof Zug kontrollieren und da strömen jetzt 100, 200 Personen raus, die müssen versorgt werden. Die werden von der Bundespolizei versorgt. Ich kenne Kollegen, die haben Spielzeug zu Hause mitgebracht, die sorgen dafür, dass Getränke da sind. Müssen sie alle selber machen, die Kollegen in diesem Bereich. Die verpflegen die Personen, wirklich aufnehmen, willkommen heißt in diesem kleinsten Rahmen wirklich. Was passiert? Es ist unwürdig für alle Beteiligten, für die Kollegen ist es unwürdig, es ist für die Betroffenen sowieso unwürdig. Die warten stundenlang auf das Verfahren, so Fingerabdrücke, Fotos machen, was man machen muss bei der Einreise. Eine Anzeige zu fertigen, ist eine Straftat in diesem Bereich, was ja auch relativ unverständlich ist, wenn wir den Gesamtkontext sehen. Und wenn man guckt, dass Österreich zum Beispiel oder Ungarn, muss man ja auch sagen, dass die Einreise zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit ist. Also, dass man sie auch entkriminalisiert in diesem Bereich. Überhaupt gesagt, Flüchtlinge sind keine Kriminellen. Nächste Frage unserer Zuschauer.
Es gibt noch einen wichtigen Punkt, da möchte ich gerne darauf aufmerksam machen. Da stand, dass wegen der ankommenden Flüchtlinge in dieser Frage eben die Situation vor Ort eskaliert. Und da ist eine Formulierung, ein Narrativ drin, gegen das ich mich deutlich wehren möchte. Diese Eskalation, ich denke, damit sind so Ausschreitungen gemeint und solche Anschläge, die finden eben nicht statt, weil die Leute dort sind. Die finden statt, weil ein hohes Gewalttäterpotenzial vor Ort ist. Der Grund ist in den Köpfen von den Gewalttätern und nicht in der Anwesenheit der Flüchtlinge zu suchen. Weil eigentlich brauchen Rassisten auch keinen Flüchtling, um rassistisch zu sein, wollen Sie sagen? Ich möchte sagen, dass hier eine komische Form von Schuldumkehr stattfindet. Irgendwann sind die Flüchtlinge durch ihre bloße Präsenz daran schuld, dass ja vor Ort leider die Lage eskaliert ist. Und das ist ein Narrativ, gegen das ich mich wehren möchte. Okay. Die Flüchtlinge sind nicht daran schuld, dass da Leute irgendwelche Molotow-Cocktails werfen. Ich finde trotzdem... Man muss sagen, da wird echt hart gearbeitet im Maschinenraum. Da sind Angestellte in Verwaltungen, die nachts aufstehen, weil Flüchtlinge da sind, die Überstunden schieben ohne Ende. Da sind Ehrenamtliche, die bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit arbeiten. Das widerspricht dem überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss eben auch sagen, die Leute in der Bundesregierung, die dieses 5% gerade mal zahlen und wo sich seit Monaten nichts bewegt, die müssen langsam mal vom Sonnendeck runterkommen. Nicht, wenn ich Deutschland so betrachte, auch vergleiche mit dem Balkankrieg, dann mit der Wiedervereinigung. Ich glaube, dass wir jetzt soweit sind, dass die Bürger, die Zivilcourage schon da ist in diesem Bereich, die Hilfsbereitschaft auch da ist, im Großteil der Bevölkerung. Deswegen haben wir nicht auch im Gesamtvergleich ein Rassismusproblem. Wir haben ein Problem, ein extremes Problem mit Rechtsextremisten. Und das sind ungefähr seit Jahren fallend, aber so im Bereich 20.000, sagt man in Deutschland, Verfassungsschutz sagt das auch, 20.000. Davon sind aber ungefähr 10.000 auch gewaltbereit in diesem Bereich. Und das ist eine Kombination mit den Bürgern, die wir erleben. Und was ich heute gesehen habe, auch bei Ihrem Einstieg hier, ich sehe da viele Ängste. Und das ist wiederum ein Versagen, weil man sagen müsste, hier hätte man aufklären müssen. Man muss diese Ängste nehmen, diesen Bürger. Das sind keine Rassisten, aber ich erkenne da teilweise auch Angst. Wir sind noch bei der Frage, wie schützen wir die Flüchtlinge, um dann genau an diesen Punkt zu kommen. Herr Herrmann, der Befund ist, mit Brandanschlägen auf frisch umgebaute Asylbewerberheime haben Rechtsradikale offensichtlich Erfolg. Sie werfen Brandsätze und werden in der Regel hinterher nicht belangt. Warum ist das möglich? Warum ist die Staatsmacht so erfolglos im Feststellen dieser Täter? Und was passiert dann eigentlich mit ihnen? Das klingt alles sehr wortgewaltig. Die ganze Macht des Staates muss, das Gewaltmonopol muss jetzt zu spüren bekommen sein. Was tut der Staat eigentlich wirklich? Ich glaube, die Polizei arbeitet da wirklich hier mit Hochdruck dran. Es ist aber natürlich so, wenn Sie ein vielleicht einzelstehendes Anwesen nachts, das Menschen leer steht, irgendwo anzünden und es ist kein Zeuge da, es hat keiner beobachtet, dann ist es natürlich extrem schwierig, nur aufgrund vielleicht irgendwelche Spuren, die da hinterlassen wurden, dann, das wissen die Kollegen von der Kriminalpolizei besser, daraus dann ganz konkret einen Täter zu ermitteln. Da gibt es manchmal dann Bekennerschreiben. Wir haben einzelne Fälle, wo jedenfalls sehr klar ist, dass das aus rechtsextremistischen Gruppierungen kommt. Es gibt Situationen, wo das ziemlich unklar ist, wo man es vermuten muss, aber es eben überhaupt keinen Indiz gibt. Aber wir dürfen uns davon jedenfalls nicht ermutigen lassen, sondern ganz klar ist, das sind schwere Verbrechen, Brandstiftung als solche schon. Noch viel schlimmer, wenn sie, was ja auch schon vorgekommen ist, in Häusern geschieht, wo Menschen sich aufhalten mit entsprechender Lebensgefahr. Und wir müssen da entsprechend konsequent vorgehen. Und klar ist auf jeden Fall, dieser Staat hat auch eine Schutzpflicht natürlich gegenüber jedem Menschenleben. Und deshalb wird die Polizei auch weiterhin, dort wo es erst Aufnahmeeinrichtungen ähnlich sind, es sind ohnehin extra Sicherheitsdienste in der Regel hier vor Ort, aber auch die anderen Bereiche, die werden regelmäßig von der Polizei bestreift und wir müssen natürlich dafür bestmögliche Sicherheit sorgen. Mhm. Großer Schaden, heimlicher Beifall und die Täter kommen meist davon. Frau Kummer, haben Sie das Gefühl, dass dieses Konzept heimliche Brandanschläge, Beifall von den Umstehenden und den Sympathisanten, dass das aufgeht oder haben diese Leute tatsächlich Angst davor, spüren die einen Verfolgungsdruck? Was ist Ihre Erfahrung? Also bisher habe ich das nicht gemerkt, dass da ein Verfolgungsdruck da ist. Das muss ich so sagen. Denn bevor ich auch jetzt hierher gefahren bin zur Sendung, wir haben ja selber auch heute wieder da Mails bekommen. Also könnte ich ja auch gar nicht vorlesen. Das verkraftet man noch nicht. Also hallo, wir sind das Pack und dann kommt dann noch eine ganze Menge dazu. Also ich eben noch nicht behandelt habe in diesem Bereich, weil es immer weiter runtergeht. Wir als Kriminalpolizei sind da zum Beispiel dann dafür zuständig, wirklich dann auch, möchte ich mal sagen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also wirklich Kriminelle, die darunter sind, das sind aber wenige in diesem Bereich, zu erkennen. Das sind wirkliche Probleme, wenn ich mir Erstaufnahmelage oder Flüchtlingslage angucke in diesem Bereich, wo viele Menschen, ich denke jetzt mal an Braunschweig, das war ausgelastet für 500 Flüchtlinge, wurde aufgestockt auf 700, teilweise waren da jetzt 2.800 Personen drin. Und als sich dann aus diesem Milieu heraus, und das muss man wirklich gucken, wer ist denn das? Das waren keine Syrer, das waren auch keine aus dem Balkan zum Beispiel, das waren aus Tunesien, aus Marokko, die mitgeflüchtet sind. Einzeltäter, die wirklich massiv in diesem Bereich Wohnungseinbrüche begangen haben, sehr viel Eigentumsdelikte gemacht haben, die natürlich auch alle wirklich
wirklich einen Asylbewerber und Flüchtlinge in Misskredit bringen. Massiv. Und das haben wir in vielen Bereichen, das muss man sehr genau differenzieren, das ist sehr kompliziert. Wir haben heute zum Beispiel massive Zuwanderung gehabt von Tschetschenien über die polnische Grenze nach Deutschland, wo der Staatsschutz bei jedem Zweiten wirklich sagt, das ist Potenzial für Extremisten. Sehr aufwendig, sehr personalintensiv. Dann haben sie zum Beispiel, muss man auch wirklich, und das ist ein Problem, was glaube ich auch die Bevölkerung dann einfach wissen muss, weil man einfach ehrlich sein muss. Es gibt einfach einige Bereiche, wo wir Täter haben, eine Zuwanderung. Georgien ist ein Beispiel, muss man leider anerkennen. Bayern weiß es, Baden-Württemberg sind für einen Großteil, und das weiß, wissen wir von den Ermittlungen, für einen riesigen Zuwachs an Wohnungseinbrüchen. Nur diese georgische zuständig, diese Person. Weil, hier kann man vom Asylmissbrauch endlich mal sprechen, weil die wussten es. Wir wissen es, Georgien hat eine Anerkennungsquote in Deutschland ungefähr von 1%. Das sind die 7, die geflüchtet sind, die werden anerkannt. Diese Georgier werden rekrutiert in Georgien, weil sie wissen, oder sie wissen, sie kommen nach Deutschland, um Straftaten zu begehen. Sie wollen kein Asyl. Sie wissen, das Verfahren dauert aber ungefähr ein Jahr und so lange können sie Straftaten begehen. Und dann sind wir im Bereich, was macht der Rechtsstaat? Und das ist sehr schwer, wenn wir dann einen Personalkörper treffen, der in diesem Bereich wirklich strukturell arbeiten müsste. Das sind organisierte Kriminalitätsstrukturen, die man aufhellen müsste. Das machen sie nicht mal eben mit einem Streifenwagen. Das ist eine leistungsfähige Kriminalpolizei. Und die haben sie leider dann die Regierung in vielen, vielen Ländern zerstört. Ausrufezeichen. Und deshalb sagen Sie auch, wir müssen andererseits diese kriminellen Brandstifter als Terroristen bezeichnen, die sie sind. Und wir brauchen eine andere Definition des Terrorismus in Deutschland. Ja, es ist zwar kein Heilmittel, aber es ist wirklich ein Bereich, der seit 2002 fordert uns die EU auf, also kurz nach 9/11, unseren sehr, sehr engen juristischen Begriff, wer ist Terrorist, wer ist in einer terroristischen Vereinigung, das ist 129a Strafgesetzbuch, das ist sehr eng bei uns. Die EU hat uns schon mehrfach angemahnt, das aufzuweiten. Das heißt, ich kann es nicht aussprechen oder wir können es juristisch nicht sagen, du bist, wir können es nicht benennen, das sind Terroristen. Ja. Ich sage ja, wer ein Asylbewerberheim ansteckt, ist ein Terrorist. Wir dürfen ihn aber nicht so nennen. Da kommt zum Beispiel juristische Feinheit. Es müssten mindestens drei Personen, die vereint, organisiert, das zusammen machen. Das ist natürlich definitiv. Gucken wir mal im Netz, was da gerade passiert, ob die nicht längst organisiert sind. Gibt es eine Diskussion natürlich, ob man nicht sagt, in diesem Bereich reicht diese Klammer, Rechtsextremismus, reicht die nicht aus als Gesinnung. Weil dann automatisch auch andere Ermittlungsbehörden, nämlich staatliche, bundesstaatliche eingeschaltet werden. Zum Beispiel der Bundesanwalt wäre zuständig, der ermitteln. Wir würden auch dann in den LKAs der Länder ermitteln können. Es gibt andere Möglichkeiten, andere Maßnahmenkatalog, die Polizei hätte. Dann könnten wir auch mehr ermitteln. Das hätte früher jetzt meldet sich der tapfere Bürgermeister von Heidenau und sagt, es hat eine unheilige Allianz gegeben, Zitat von Nazis vor Ort, rechten Krawalltouristen und vermeintlichen Normalbürgern. Sascha Lobo, kann man einen solchen Mob in jeder deutschen Stadt entfesseln, wenn man es so anstellt, oder ist das eine sächsische Spezialität? Ich kann schwer einschätzen, ob man das überall entfesseln kann. Und ich würde auch anhand der schieren Zahlen von Anschlägen auf Flüchtlingsheime nicht sagen, dass das ausschließlich in Sachsen passiert. Das passiert auch in Bayern, in Hessen. Heute früh war das in Berlin, im Berliner Westen sogar, wo das passiert ist. Das ist einer der Gründe, warum ich da ein Rassismusproblem ausmache, weil der zentrale Punkt, der auch eine Anknüpfung an die Politik hat, ist, dass eine Stimmung entsteht. Die lässt sich im Netz beobachten, die lässt sich auf der Straße beobachten, die lässt sich sogar im Fernsehen beobachten, wenn die Leute interviewt werden. Diese Stimmung ist eine rechtsradikale Aufbruchstimmung und die trägt sehr eindeutig dazu bei, dass solche Anschläge als eine perfide und perverse Form von Notwehr begriffen werden. Und das ist auch das Problem und das wäre auch mein Vorwurf an Sie. Diese Stimmung wird durchaus von der Politik mit befeuert. Wenn Ihr Chef, Herr Seehofer, Ihr Vorgesetzter, Herr Seehofer, wenn der im Februar diesen Jahres sowas sagt, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, das ist ein 1A-NPD-Spruch. Und die Leute merken das. Das stand auf Wahlplakaten der NPD und er sagt das beim politischen Aschermittwoch. Das stärkt diese Stimmung. Und aus der Stimmung entsteht etwas sehr, sehr Katastrophales für dieses Land. Das ist nun wirklich ein grober Unfug. Ist in Ihren Augen diese rechte Gefahr gewachsen oder gibt es nachweisbar gewachsen? Hat sie eine neue Qualität? Der Extremismusforscher Andreas Zick hat im Deutschlandradio das vor kurzem genau so gesagt. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit. Er hat gesagt, es entsteht eine neue Form von Terrorismus. Ich würde ihm da zustimmen. Ein völkischer Terrorismus. Und wenn man sich im Netz anschaut, wie die Organisationsstrukturen, gerade auch von vielen von diesen rechtsradikalen Bürgerwehren, wie die anfangen, um sich zu greifen, wie Anleitungen formuliert werden, wie genau das passiert, wie man das organisieren kann, dann muss man feststellen, das sind nicht mehr nur irgendwelche zufälligen Mobs, die sich betrinken und dann irgendwie Steine schmeißen. Das ist eine Form von Terrorismus. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt genau in diesem Augenblick dabei, dass sich eine ganz merkwürdige Form von NSU 2.0 entwickelt. Das sind Leute, die terroristisch handeln, um die Politik zu beeinflussen und nicht vor Gewalt gegen Menschen und Sachen zurückschrecken. Jetzt ist Herr Herrmann dran und dann Frau Göring-Eckardt.
Herr Herrmann, hat die Politik, hat die CSU im Besonderen tatsächlich auch angeheizt, welche Situation in Deutschland entstanden ist? Haben Politiker der CSU mit den Worten vom Weltsozialamt dazu beigetragen, dass diese Stimmung kocht in Deutschland? Nein, die Situation, dass Menschen auch kontrovers über die sachlichen Themen diskutieren, die liegt einfach an dieser schon enormen Entwicklung, die wir haben. Wir haben hier insgesamt Flüchtlingsströme, wie es sie noch nie gegeben hat. Rassisten, aber ich erkenne da teilweise auch Angst. Wir sind noch bei der Frage, wie schützen wir die Flüchtlinge, um dann genau an diesen Punkt zu kommen. Herr Herrmann, der Befund ist, mit Brandanschlagen auf frisch umgebaute Asylbewerberheime haben Rechtsradikale offensichtlich Erfolg. Sie werfen Brandsätze und werden in der Regel hinterher nicht belangt. Warum ist das möglich? Warum ist die Staatsmacht so erfolglos im Feststellen dieser Täter? Und was passiert dann eigentlich mit ihnen? Das klingt alles sehr wortgewaltig. Die ganze Macht des Staates muss, das Gewaltmonopol muss jetzt zu spüren bekommen sein. Was tut der Staat eigentlich wirklich? Ich glaube, die Polizei arbeitet da wirklich hier mit Hochdruck dran. Es ist aber natürlich so, wenn Sie ein vielleicht einzelstehendes Anwesen nachts, das Menschen leer steht, irgendwo anzünden und es ist kein Zeuge da, es hat keiner beobachtet, dann ist es natürlich extrem schwierig, nur aufgrund vielleicht irgendwelcher Spuren, die da hinterlassen wurden, dann, das wissen die Kollegen von der Kriminalpolizei besser, daraus dann ganz konkret einen Täter zu ermitteln. Da gibt es manchmal dann Bekennerschreiben. Wir haben einzelne Fälle, wo jedenfalls sehr klar ist, dass das aus rechtsextremistischen Gruppierungen kommt. Es gibt Situationen, wo das ziemlich unklar ist, wo man es vermuten muss, aber es eben überhaupt keinen Indiz gibt. Aber wir dürfen uns davon jedenfalls nicht ermutigen lassen, sondern ganz klar ist, das sind schwere Verbrechen. Brandstiftung als solche schon. Noch viel schlimmer, wenn sie, was ja auch schon vorgekommen ist, in Häusern geschieht, wo Menschen sich aufhalten mit entsprechender Lebensgefahr. Und wir müssen da entsprechend konsequent vorgehen. Und klar ist auf jeden Fall, dieser Staat hat auch eine Schutzpflicht natürlich gegenüber jedem Menschenleben. Und deshalb wird die Polizei auch weiterhin, dort wo es erst Aufnahmeeinrichtungen ähnlich sind, es sind ohnehin extra Sicherheitsdienste in der Regel hier vor Ort, aber auch die anderen Bereiche, die werden regelmäßig von der Polizei bestreift und wir müssen natürlich dafür bestmögliche Sicherheit sorgen. Großer Schaden, heimlicher Beifall und die Täter kommen meist davon. Frau Kummer, haben Sie das Gefühl, dass dieses Konzept heimliche Brandanschläge, Beifall von den Umstehenden und den Sympathisanten, dass das aufgeht oder haben diese Leute tatsächlich Angst davor, spüren die einen Verfolgungsdruck? Was ist Ihre Erfahrung? Also bisher habe ich das nicht gemerkt, dass da ein Verfolgungsdruck da ist. Das muss ich so sagen. Denn bevor ich auch jetzt hierher gefahren bin zur Sendung, wir haben ja selber auch heute wieder da Mails bekommen. Also könnte ich ja auch gar nicht vorlesen. Das verkraftet man noch nicht. Also hallo, wir sind das Pack und dann kommt dann noch eine ganze Menge dazu. Also die fühlen sich dann noch bestärkt darin. Und das geht nicht, das ist unerträglich. Und deshalb, aber auf der anderen Seite, der Bürgermeister von Heidenau, der Herr Obitz, der hat klare Kante gezeigt, trotz allem. Er hat gesagt, seine Stadt wird Flüchtlinge aufnehmen, wird Flüchtlinge willkommen heißen, so, weil das einfach staatsbürgerliche Pflicht für ihn noch ist. So. In Freital, der Bürgermeister in Freital, der ist abgetaucht, der war weg. Der hat uns im Regen stehen lassen. Ne? Und es war Wahlkampf und er war verschwunden. Er hat das praktisch den Menschen, die vor Ort sich eh schon engagieren, den hat er dann das überlassen und die haben dann versucht, das Beste aus der Situation. Die liegt einfach an dieser schon enormen Entwicklung, die wir haben. Wir haben hier insgesamt Flüchtlingsströme, wie es sie noch nie gegeben hat, jedenfalls in den letzten 50 Jahren in unserem Land. Und wir stellen fest, dass es eben auch Missbrauch gibt. Wir müssen uns um die echten Flüchtlinge kümmern. Und da ist eine große Hilfsbereitschaft, zum Beispiel für jemanden, der aus Syrien kommt, mit zum Teil fürchterlichen Schicksalen. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, da kommen eben auch zuhauf Menschen vom Balkan, die ganz offensichtlich kein Asylrecht haben. Es wird ja auch jeder solcher Antrag sorgfältig geprüft und entschieden. Aber 99... Was ist dann Asylmissbrauch genau? Ja, ist das, wenn man einen widerrechtlichen Antrag stellt? Doch, ganz offensichtlich schon. Sie können, ist denn Asylmissbrauch? Erklären Sie doch mal nochmal in einfachen Worten, was Asylmissbrauch ist. Wenn von allen Leuten, die aus Albanien kommen, aus dem Kosovo kommen, aus Mazedonien kommen, 99% abgelehnt werden, dann ist doch... Das ist nicht Missbrauch. Genau. Wir haben das Recht, einen Antrag zu stellen. Da kann man nicht sagen, es wäre Missbrauch. Wir haben das Recht, natürlich. Ja, genau. Und der Antrag wird abgelehnt. Ja. So, es ist eine der Schwächen letztendlich der Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass das BAMF, das Bundesamt, nicht in der Lage war, schnell genug zu entscheiden. Wir setzen jetzt alles daran, dass in der Tat diejenigen, die in unser Land kommen und eben kein Asylrecht haben, sondern die einen ablehnenden Bescheid bekommen, nicht monatelang hier sind, nicht ein ganzes Jahr hier sind, sondern dass die nach wenigen Wochen wieder in die Heimat zurückgeschickt werden. Und da gibt es zu Recht viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land, die genau dieses auch erwarten. Weil das nämlich auf ihre Steuerzahlerkosten geht, was das im Moment geschieht. Darüber zu reden, dass wir als CSU sowas auch klar beim Namen nennen, sagen, da ist Sie ein Problem. Über Völkerwanderung.
Herr Scheuer hat über Völkerwanderung geredet. Das sind Menschen, die kommen. Das sind auch keine Ströme. Das sind alles einzelne Menschen, die hierher kommen. Was und die ist kommen jetzt an dem Begriff Völkerwanderung so schlimm? An dem Begriff ist schlimm, dass man... Weiß nicht, wo Sie Geschichtsunterricht hatten? Wie ich Geschichtsunterricht hatte, war der Begriff Völkerwanderung völlig wertneutral. Der ist von Herrn Scheuer nicht wertneutral verwendet. Auch Ihre Partei stellt fest, dass Millionen Menschen weltweit unterwegs sind. Was Herr Scheuer machen will damit, ist doch Panik zu schüren. Herr Scheuer will es auf dem Rücken dieser Leute auftragen. Jeder kann ich versichern, jeder Panik fremd. Ja, das wir, ist, das wir ist vielleicht auch ein Problem. Vermitteln den Menschen, muss, wir finde, vermitteln den Menschen in Bayern ein Bild, dass wir sie vor Panik bestmöglich schützen. Mhm. Da können Sie sich drauf verlassen. Ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, das Herr Herrmann, ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, was Sie tun, ist, anzuknüpfen an diese Stimmung und weitere Stimmungsmache zu betreiben. Was Sie tun, ist, mit solchen Begriffen wie Asylmissbrauch es auf dem Rücken der Leute auszutragen. Gucken Sie sich mal bitte an, wo die Ursachen sind, wenn ich das einmal aussprechen darf. Die Ursache liegt doch darin, der Situation, die wir jetzt haben. Wir wissen eigentlich seit 3 Jahren, seit 4 Jahren, seit 5 Jahren, da werden mehr Menschen kommen. Und wir haben eine Bundesregierung gehabt und ein Bundesamt gehabt, was, wenn es um die Zahlen ging, immer nach unten korrigiert hat. Wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten und gesagt hätten, da werden wahrscheinlich nicht 250.000 kommen, sondern 450, 500 oder 600.000, dann hätten wir jetzt auch Unterkünfte. Dann müssten wir alles das, was jetzt als Chaos wahrgenommen wird, nicht machen. Dann hätten wir die Hilfsbereitschaft und könnten sie anwenden. Und wir hätten nicht Leute, die sich hinstellen können. Bei uns lebt also im Heim, suchen jetzt gerade eine Wohnung, auch weil er volljährig geworden ist, möchte auf eigenen Füßen stehen. Und... Also auch gegenüber ihm und gegenüber auch anderen, seinen Freunden, sie erzählen mir es ja, die Verbalangriffe haben zugenommen. Und wir versuchen dann auch, uns auch gar nicht mehr so in unserer vertrauten Gegend zu treffen, weil mich kennen alle und dann werden immer ganz schnell auch dann Rückschlüsse gezogen, aha, er gehört zu ihr und dann, ich möchte nicht, dass er dann noch zusätzlich da in den Fokus gerät. Mhm. Ja. Eben, weil Sie sich so für Flüchtlinge engagieren. Ja. Hat Sie eigentlich diese Gewalt und die Aggression, die es in Heidenau gibt, die es in Freital gibt, wie gesagt, nicht weit voneinander entfernt, hat Sie die irgendwie überrascht? Ja, überrascht und die hat auch sprachlos gemacht zu Anfang, sprachlos gemacht, dass das in dieser aggressiven Form so passiert. Ich meine, mit Hassmails umgehen und solche Sachen, das lernt man dann auch mit der Zeit. Aber wissen Sie, Sie müssen sich das vorstellen, Sie kommen aus dem, Sie sind Flüchtling, sitzen im Bus, kommen aus dem Kriegsgebiet, kommen in Freital an, immer die Hoffnung, jetzt kommen wir in Ruhe und jetzt kommen wir zur Ruhe, jetzt haben wir Frieden und jetzt wird uns geholfen und steigen aus dem Bus aus und werden da von so einem Mob empfangen, die gebrüllt haben, kriminelle Ausländer raus, alle Asylanten raus, wir wollen euch hier nicht haben. Aus dem Bus sind Frauen, Männer, Kinder ausgestiegen. Da ist man für einen Moment erstmal so sprachlos, wie Menschen so empathielos sein können. Also das nimmt mich auch jetzt immer noch sehr mit, weil das Bilder sind, die vergisst man einfach nicht. Ne? Die rechtsextremistischen Heidenauer sind unterstützt worden aus Freital, und zwar ordentlich unterstützt worden aus Freital. Was sind das für Leute? Soweit wie ich davon Kenntnis habe, sind das, könnte man meinen, dass der Nachbar, ne, und Kneipenbesitzer, Leute, die einer normalen Arbeit nachgehen, Busfahrer und... das hat man vorher gar nicht so bemerkt, in welchem rechten Milieu sich da Leute auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft befinden, welche fremdenfeindliche Meinungen sie in sich tragen. Also ich habe mir auch manche Videos dann nochmal angeguckt, um Gottes Willen, das ist dein Nachbar, das geht gar nicht. Wie kann das sein? Viele Jahre haben wir uns getroffen, haben miteinander gesprochen und dann sowas. Und jetzt am Wochenende sind natürlich von dieser sogenannten Bürgerwehr 360 Freital, die ist massiv, also sie haben unterstützt diese schlimme Geschichte in Heidenau. Mhm. Ja. So dass es da auch eine Zusammenarbeit gibt. Ja. Joachim Herrmann ist bei uns Innenminister, Zusammenarbeit in Anführungsstrichen, Innenminister in Bayern. Herr Herrmann, Sigmar Gabriel war in Heidenau, anschließend die Kanzlerin. Der Vizekanzler sprach von Pack. War das richtige Wort? Fühlen sich die Richtigen angesprochen? Nun, jedenfalls sind diese Ausschreitungen unerträglich, die Ausländerfeindlichkeit als solche schon. Und erst recht, wenn dann Gewalt gegen andere Menschen, einerseits gegen die Asylbewerber, aber auch dann zumindest in der zweiten Nacht, glaube ich, auch brutale Gewalt gegen Polizeibeamte, wo es auch Verletzte gegeben hat. Und Haben Politiker der CSU mit den Worten vom Weltsozialamt dazu beigetragen, dass diese Stimmung kocht in Deutschland? Nein, die Situation, dass Menschen auch kontrovers über die sachlichen Themen diskutieren, die liegt einfach an dieser schon enormen Entwicklung, die wir haben. Wir haben hier insgesamt Flüchtlingsströme, wie es sie noch nie gegeben hat
jedenfalls in den letzten 50 Jahren in unserem Land. Und wir stellen fest, dass es eben auch Missbrauch gibt. Wir müssen uns um die echten Flüchtlinge kümmern. Und da ist eine große Hilfsbereitschaft, zum Beispiel für jemanden, der aus Syrien kommt, mit zum Teil fürchterlichen Schicksalen. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, da kommen eben auch zuhauf Menschen vom Balkan, die ganz offensichtlich kein Asylrecht haben. Es wird ja auch jeder solcher Antrag sorgfältig geprüft und entschieden. Aber 99... Was ist dann Asylmissbrauch genau? Ja, ist das, wenn man einen widerrechtlichen Antrag stellt? Doch, ganz offensichtlich schon. Sie können, was ist denn Asylmissbrauch? Erklären Sie doch mal nochmal in einfachen Worten, was Asylmissbrauch ist. Wenn von allen Leuten, die aus Albanien kommen, aus dem Kosovo kommen, aus Mazedonien kommen, 99% abgelehnt werden, dann ist doch... Das ist nicht Missbrauch. Genau. Wir haben das Recht, einen Antrag zu stellen. Da kann man nicht sagen, das wäre Missbrauch. Wir haben das Recht, natürlich, in einem Rechtsstaat. Ja, genau. Und der Antrag wird abgelehnt. Ja. So. Es ist eine der Schwächen letztendlich der Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass das BAMF, das Bundesamt, nicht in der Lage war, schnell genug zu entscheiden. Wir setzen jetzt alles daran, dass in der Tat diejenigen, die in unser Land kommen und eben kein Asylrecht haben, sondern die einen ablehnenden Bescheid bekommen, nicht monatelang hier sind, nicht ein ganzes Jahr hier sind, sondern dass die nach wenigen Wochen wieder in die Heimat zurückgeschickt werden. Und da gibt es zu Recht viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land, die genau dieses auch erwarten. Weil das nämlich auf ihre Steuerzahlerkosten geht, was da im Moment geschieht. Und darüber zu reden, dass wir als CSU sowas auch klar beim Namen nennen, sagen, da ist ein Problem. Sie reden über Völkerwanderung. Herr Scheuer hat über Völkerwanderung geredet. Das sind Menschen, die kommen. Das sind auch keine Ströme. Das sind alles einzelne Menschen, die hierher kommen. Was und die ist kommen jetzt an dem Begriff Völkerwanderung so schlimm? An dem Begriff ist schlimm, dass man... Weiß nicht, wo Sie Geschichtsunterricht hatten? Also wie ich Geschichtsunterricht hatte, war der Begriff Völkerwanderung völlig wertneutral. Ist von Herrn Scheuer nicht wertneutral verwendet. Sondern auch Herr Scheuer Ihre Partei will, stellt fest, dass Millionen Menschen weltweit unterwegs sind. Was Herr Scheuer machen will damit, ist doch Panik zu schüren. Herr Scheuer will es auf den... auf dem Rücken dieser Leute auftragen. Jeder kann ich versichern, jeder panikfremd. Ja, das ist vielleicht auch ein Problem. Vermitteln den Menschen in Bayern ein Bild, dass wir sie vor Panik bestmöglich schützen. Mhm. Da können Sie sich drauf verlassen. Ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, Herr Herrmann, ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, was Sie tun, ist, anzuknüpfen an diese Stimmung und weitere Stimmungsmache zu betreiben. Was Sie tun, ist, mit solchen Begriffen wie Asylmissbrauch, es auf dem Rücken der Leute auszutragen. Gucken Sie sich mal bitte an, wo die Ursachen sind, wenn ich das einmal aussprechen darf. Die Ursache liegt doch darin, der Situation, die wir jetzt haben. Wir wissen eigentlich seit 3 Jahren, seit 4 Jahren, seit 5 Jahren, da werden mehr Menschen kommen. Und wir haben eine Bundesregierung gehabt und ein Bundesamt gehabt, was, wenn es um die Zahlen ging, immer nach unten korrigiert hat. Wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten und gesagt hätten, da werden wahrscheinlich nicht 250.000 so in Verruf gebracht hat. Und aber was mich da so umtreibt, wir sind 40.000 Einwohner in Freital und man konzentriert sich auf diese Minderheit, auf diese Rassisten, auf diese Fremdenfeinde, auf diese Menschenfeinde. Und ein Großteil unserer Zivilgesellschaft kriegt wirklich den Hintern nicht hoch. Also das ist das, was ich immer wieder anrege, sage, Leute, kommt doch ans Heim, redet mit den Menschen. Da erfahrt ihr was über die Menschen. Dann auf das Jahr, die bringen alle Geschichten mit, die bringen Leben mit. Das öffnet Herzen an der Stelle. Ne? Und das fehlt mir in Freital noch. Wie schützen wir die Flüchtlinge? Und wie reagiert die Staatsgewalt? Bannmeile, Herr Schulz. Es gibt nicht wenige Ihrer Kollegen, die fordern eine Bannmeile. Es gibt Flüchtlingshelfer, die sagen, wir brauchen eine Schutzzone um jedes Flüchtlingsheim. Die Politik sagt nein. Was sagen Sie? Das klingt auf den ersten... Also wenn man es hört, das erste Mal sagt man, genau, das klingt ganz gut. Muss dann aber leider relativ schnell feststellen, dass es verfassungswidrig wäre, höchstwahrscheinlich in diesem Bereich. Das ist ganz klar in Deutschland geregelt, Bannmeilengesetze der Länder und Bund. In dem Bereich der Verfassungsorgane zum Beispiel und der Landesparlamente in diesem Bereich, wobei einige Regierungen schon darauf verzichtet haben in diesem Bereich. Gesetze kann man natürlich ändern in diesem Bereich, hat aber natürlich schon durchaus einen Grund. Wenn ich jetzt an Stadtstaaten denke, nehmen wir mal Hamburg, die haben rund 80, 85 Flüchtlingsheime zurzeit. Wenn ich da jedes Mal eine Bannmeile rumziehe, dann ist die gesamte Stadt betroffen. Das heißt, ich würde im gesamten Stadtgebiet kann ich nicht mehr demonstrieren in diesem Bereich. Es ist schwer und auch schwer zu ertragen in diesem Bereich, aber es muss, und das ist ja wieder der Umkehrschluss, in Deutschland möglich sein, wenn ich meine zum Beispiel gegen eine Ausländerpolitik, die mir nicht gefällt, demonstrieren zu müssen, muss ich das können in Deutschland, gewaltfrei in diesem Bereich. Da bin ich auch nicht ganz bei Herrn Lobo, ich weiß, was er meint. Ich glaube nicht, wenn ich Deutschland so betrachte, auch vergleiche mit dem Balkankrieg, dann mit der Wiedervereinigung. Ich glaube, dass wir jetzt soweit sind, dass die Bürger, die Zivilcourage schon da ist in diesem Bereich, die Hilfsbereitschaft auch da ist, im Großteil der Bevölkerung. Deswegen haben wir nicht auch im Gesamtvergleich ein Rassismusproblem. Wir haben ein Problem, ein extremes Problem mit Rechtsextremisten. Und das sind ungefähr seit Jahren fallend, aber so im Bereich 20.000, sagt man in Deutschland, Verfassungsschutz sagt das auch, 20.000. Davon sind aber ungefähr 10.000 auch gewaltbereit in diesem Bereich. Und das ist eine Kombination mit den Bürgern, die wir erleben. Und was ich heute gesehen habe, auch bei Ihrem Einstieg hier, ich sehe da viele Ängste. Und das ist wiederum ein Versagen, wo man sagen müsste, hier hätte man aufklären müssen. Man muss diese Ängste nehmen, diesen Bürger. Das sind keine
Rassisten, aber ich erkenne da teilweise auch Angst. Wir sind noch bei der Frage, wie schützen wir die Flüchtlinge, um dann genau an diesen Punkt zu kommen. Herr Herrmann, der Befund ist, mit Brandanschlagen auf frisch umgebaute Asylbewerberheime haben Rechtsradikale offensichtlich Erfolg. Sie werfen Brandsätze und werden in der Regel hinterher nicht belangt. Warum ist das möglich? Warum ist die Staatsmacht so erfolglos im Feststellen dieser Täter? Und was passiert dann eigentlich mit ihnen? Das klingt alles sehr wortgewaltig. Die ganze Macht des Staates muss, das Gewaltmonopol muss jetzt zu spüren bekommen sein. Was tut der Staat eigentlich wirklich? Ich glaube, die Polizei arbeitet da wirklich hier mit Hochdruck dran. Es ist aber natürlich so, wenn Sie ein vielleicht einzelstehendes Anwesen nachts, das Menschen leer steht, irgendwo anzünden und es ist kein Zeuge da, es hat keiner beobachtet, dann ist es natürlich extrem schwierig. Dass sie sich vergleichsweise zivilisiert äußert, die gleichen Ängste werden im Netz für jeden sichtbar häufig in einer sehr radikalen Art geäußert, sodass es keine Ängste mehr sind, sondern schlichtes Arschlochverhalten. Der Punkt, den man ihr entgegnen kann, ist, dass zum einen allein von der Demografie her Deutschland dringend Menschen benötigt. Sonst wird es immer kleiner. Diese Zahl von 533.000 jedes Jahr, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die haben Wissenschaftler errechnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch wächst in den nächsten Jahren. Das braucht man alleine, damit wir nicht irgendwann überaltern. Ja, und damit wir nicht irgendwann anfangen müssen, bis 87 die Rente auszudehnen, damit überhaupt ein Austausch stattfinden kann. Ich glaube also, man muss ihr antworten. Wir brauchen Zuwanderung. Mhm. Sie müssen davor keine Angst haben. Wir müssen eine bessere Integration hinkriegen. Da würde ich sofort zustimmen, dass da ein Mangel besteht, der allerdings, und das muss man auch sagen, nicht nur von der Politik ausgeht, sondern natürlich auch von den Köpfen der Menschen in diesem Land. Ich glaube, dass diese Willkommenskultur nichts ist, was von oben von der Politik verordnet werden kann. Und das in dem Kontext freue ich mich sehr, dass es so viele engagierte Leute gibt, das war in den 90er Jahren ein bisschen anders, die sagen, wir möchten helfen. Und wenn die anfangen, diese Willkommenskultur ein bisschen auszubreiten, dann glaube ich, kann man auch mit einem Einwanderungsgesetz dafür sorgen, dass die Leute, die wir dringend brauchen und die sich an der Gesellschaft beteiligen wollen, hierher kommen und hier mit uns zusammen das Land aufbauen. Das ist die Antwort von Sascha Lobo. Und was sagt Herr Herrmann? Befürchten Sie, wie Frau Kraft, Herr Herrmann, dass die Zahlen noch viel höher werden und dass wir es gegebenenfalls auch noch mit ganz anderen Reaktionen der Menschen in diesem Land zu tun haben können, dass die Gewalt zunimmt? Wenn wir es jetzt nicht schaffen, jetzt mit wichtigen Entscheidungen schon in den nächsten Monaten da eine gewisse Kurskorrektur herbeizuführen, dann werden das nächstes Jahr über 1 Million sein, dann werden es in 2 Jahren über 2 Millionen sein. Und das wird dieses Land auf Dauer nicht verkraften. Darüber müssen wir jetzt ganz vernünftig miteinander reden. Und eines will ich aber noch hinzufügen. Erstens, lieber Herr Lobo, es ist mit Sicherheit Ergebnis der Statistiken, mit denen Sie sich so gern beschäftigen. Nach den USA sind wir das Einwanderungsland Nummer 2 weltweit. In kein anderes Land sind schon in den letzten Jahren so viele Menschen zugewandert wie nach Deutschland. Und das andere ist, was die eigentliche Kern, ja, glaube ich, auch dieser Frage war. Wir haben innerhalb der Europäischen Union die Grenzkontrollen abgeschafft. Aber die Grundlage dafür war, und das ist letztendlich ein Thema, das jetzt mit im Hintergrund natürlich ständig mit präsent ist, die Grundlage war, dass die Außengrenzen dafür gemeinsam von allen Ländern, die da dabei sind in diesem Schengen-Abkommen, umso besser geschützt werden. Innerhalb keine Grenzkontrollen mehr, außen den Schutz. Und was die Menschen jetzt wahrnehmen, ist natürlich, dass das alles nur noch auf dem Papier steht, dass es inzwischen eine Farce ist. Wer kontrolliert denn im Moment noch? In Frankreich ist das wunderbar und in Großbritannien, Irland, in Dänemark, da haben wir keine Probleme. Aber in Europa, in Italien, nein, Entschuldigung, das steht ins Grundlage der Verträge. Wir haben die Menschen damals auch versprochen. Also selbst Frau Merkel hat wirklich gerade verstanden, vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass dieses Schengen-Abkommen nicht funktioniert. Die Menschen sind da, Griechenland und Italien sind komplett überfordert, denn diese Flüchtlinge kommen zu uns. Wir reden heute darüber, wie gehen wir mit diesen Menschen um und was sagen wir den deutschen Bürgern? Wir müssen den deutschen Bürgern sagen, oder ist das etwas, was wir...